Alle mit lachen. Warte, mach du das. Das ist Sakrotan eigentlich, gell? Sakrotan, ja, Mann. Geht schon los? Ja. Boah. Okay. Wie versprochen, ne? Haben wir die Jungs vom Bassberg jetzt hier. Was geht, was geht? Was geht? Mo und Luca. Servus. Also wir heißen euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr willkommen und wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei euch, dass wir eure Location hier nutzen könnt. Sehr gerne. Sehr, sehr fresh. Ich glaube mal so, Jack, wir haben ja eben schon ein bisschen über die zwei Jungs geredet, auch Kollegen von dir aus Deutschland. Auf jeden Fall. Erzähl mal, Jack, zum Beispiel, wie du die erstmal hier kennengelernt hast, den Mo und den Luca. Also ich habe tatsächlicherweise Luca erstmal kennengelernt. Ja. Erzähl du mal von deiner Seite. Ja, also aus meiner Sicht, ich weiß, es war in Salzburg und da hatte Salzburg, gegen wen haben die gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt? Champions League gegen irgendeine Mannschaft auf jeden Fall. Und dann Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, genau. Genau. Und haben wir uns nach dem Spiel getroffen und hatten halt noch, haben uns mit dem Elias, also Elias N97, so ein Streamer, YouTuber hier aus Deutschland, haben uns halt mit dem getroffen, der hatte Sachen bestellt gehabt, dann Karim hatte eben Sachen bestellt gehabt und halt Noah Ocker vor. Und Jack war halt gut zu dem Zeitpunkt mit Karim und Noah. Ja, also zu dem Zeitpunkt kannte ich nur Noah. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Genau. Und du hast auch für den Video gemacht an dem Tag, oder? Genau, an diesem Tag haben wir Champions League Video gemacht, genau, da hat er zwei Tore gemacht. Ja, stimmt, ja. Und dann haben wir uns danach zum Bildermachen getroffen und ich war mit meinem besten Freund, sage ich mal, dort. Da ich meinte, ey, kannst du von uns kurz das Bild machen? Und hat der Jack halt sich halt angeboten, so, ey, ich bin Fotograf, ich mache für Noahs Videos und Fotograf und so, ich bin Fotograf. Also ich war sowieso da zum Bildermachen, ja, genau. So, weil Noah hat auch gesagt, die wollen kurz irgendwie ein Bild machen für Insta. Ja. Mit Eli, ja. Ja. Und dann hast du das Bild gemacht und dann habe ich dir gesagt, ey, Jack, könntest du mir das dann schicken? Und so bin ich dann auf deiner Seite auch aufmerksam geworden, sag ich mal. Das heißt, wir kannten uns davor überhaupt nicht. So, Jack wusste nicht, was wir machen. Ich wusste nicht, was Jack macht. Das war schon echt krass. Das heißt, ihr habt ein Foto bekommen von Jack, ohne dass du wusstest, dass es Jack ist. Ich wusste einfach nur, dass er Bilder macht von mir. Mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, theoretisch dann in dem Moment warst du dann geschockt oder wie war so dein Eindruck, als du das dann gesehen hast? Ich habe gedacht, boah, krass, was du so für Videos da gemacht hast. Ich glaube, da hast du schon auch mit Rakitic und sowas deine Videos gemacht gehabt. Ich meine, boah, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wer oder was es genau ist. Krass. Und dass wir uns auch in Zukunft zusammenarbeiten werden, aber so, das war echt schon heftig. Mhm. Crazy. Und Mo habe ich nie gesehen. Das erste Mal, erzähl mal. Erstmal haben wir uns gesehen in Miami. Also wir haben uns da vorher unterhalten gehabt, wie wir das alles so geplant haben, sag ich mal, mit dem Video. Und Luca meinte da damals zu mir, ich habe einen Videografen, einen Fotografen kennengelernt aus von Noah. Und ob wir Bock haben oder ob ich Bock habe oder ob wir uns das vorstellen können, gemeinsam ein Video zu machen. Und ja, dann haben wir uns erstmal in Miami gesehen und es wurde auf jeden Fall gut. Und da ist ja auch das Video entstanden, wo wir in der letzten Folge drüber geredet haben. Genau, wo ich sagen musste, Digga, das ist geisteskrank. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, Alter, dieses Video hat so Wellen geschlagen. Und dann meinte ich auch so, Jungs, was habt ihr da für ein verficktes Video? Wir haben ja schon öfters über dieses Video geredet jetzt. Mhm. Und da haben wir diese eine Szene, die schockt mich bis heute, wo der diesen verfickten Korb filmt. Und ich mir dachte, wie hast du diesen Winkel getroffen? Und dann habe ich dich ja damals noch gefragt, ich check dich, Bro, nimmst du Videos aus dem Internet oder wie machst du das? Und sagst du, erzähl mal, wie du dieses Video da gefilmt hast. Ich check nicht, wieso jeder sagt so diese Szene speziell so. Also die Szene ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach den Screen oben vom NBA-Spiel abgefilmt. So. Aber das sind ja so Sachen, da würde ja kein normaler Mensch drauf kommen, so, ne? Ich glaube, wir tun mal dieses Video auf, weil wir so oft schon über dieses Video geredet haben, einfach mal unten in die Bio, damit die Leute sich das mal angucken können. Ne? Euch verlinken wir auch, aber bevor wir dazu kommen, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben eben so ein bisschen nochmal so drüber nachgedacht, so. Aber es sind ja zwei komplett andere Geschichten, ne? Auf jeden Fall, also ich fange da mal an, also bei mir und Mado war es ganz verrückt. Ich glaube, das ist schon so drei, vier Jahre her. War länger. Wann hast du bei Halberstadt gespielt? Halberstadtzeit, das war... Ja, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Also es war eine ganz kurze Begegnung, aber da haben wir uns das erste Mal gesehen. Das war, du hast mit einem Kollegen von mir zusammengespielt, auch dein Kollege, der Ibo. Ja, das war auch der Kollege, zu dem ich gelaufen bin nach der Hundeaktion, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Ja. Ibo, bester Mann auf jeden Fall. Ja, Grüße an dich. Wie war das? Ibo hatte die ganze Zeit von mir so eine Gucci-Jacke gehabt und der wollte mir die nie zurückgeben. Und irgendwann, das war vor dem Gibson oder sowas, ich will so ins Gibson laufen, auf einmal sehe ich so, Ibo mit irgendeinem Schwarzen hat meine Jacke an. Ich denke mir, was hat er meine Jacke an und so. Mhm.
Und dann habe ich auch zu Ibo gesagt, ey, das kann nicht sein, dass irgendwelche Kollegen von dir meine Sachen anhaben und sowas, aber das war unsere erste Begegnung. Ja, Mann, dazu muss ich auch noch sagen, Ibo hat da komplett meinen Pulli abgezogen und mir war so kalt in der Nacht, da habe ich gesagt, ey, gib mir mal deine Jacke, die war mir sogar noch viel zu klein. Ibo, ja, ihr seid ja ein bisschen deutlich kleiner als ich und ich war da so gepresst in dieser verwegten Jacke und ich dachte mir so, boah. Und dann, jetzt hast du mir diese Geschichte ja mal erzählt danach so und ich habe mich kaputt gedacht, weil ich habe das ja gar nicht wahrgenommen, so weißt du. Und dann kamen wir uns ja dann nochmal richtig so, da kannten wir uns ja so, ne, bildlich, sag ich mal. Und dann haben wir uns ja... Da halt durch Erzählung, sag ich mal, von Ibo. Genau, so. Aber dann irgendwann haben wir uns dann ja richtig kennengelernt. Und da wissen wir irgendwie immer noch nicht genau, wann dieser erste Tag war. Aber ich glaube, das war erstes Mal, war so dieser Kontakt, glaube ich, über Insta, ne? Also ich glaube nicht, dass wir uns das erste Mal gesehen haben live und wir dann so den Kontakt aufgebaut haben. Boah, wie gesagt, wir haben drüber geredet, aber ich kann es auch selber gar nicht genau so sagen, wie das damals war, aber wie der erste, sag ich mal, richtige Kontakt zustande kam. Aber ich kann mir schon vorstellen, über Insta, damals wäre auch die Sache, wo dann Buzzplug so ein bisschen ins Rollen kam, wir das erste Mal angefangen haben, mit wirklichen Bundesligaspielern auch zu arbeiten und dann warst du ja immer, sag ich mal, auch in der Welt drin, wir waren in der Welt drin und wie jeder weiß, die Fußballwelt ist klein, deswegen sitzen wir auch alle hier heute zusammen, sag ich mal. Das war ja auch vor allem so am Anfang, wir haben halt gemerkt, dass wir uns helfen können so, bei Kleinigkeiten und dann ging das halt so direkt los, wo man dann halt gecheckt hat, so, okay, die Chemie stimmt bei dem einen oder anderen. Ist jetzt nicht bei jedem so, ist ja klar, aber bei dir oder bei euch habe ich das ja dann schnell gemerkt so und dann hat man sich dann einfach geholfen und dann ging das halt auch relativ schnell, dass es dann halt öfters wurde und wie gesagt, bei dieser dann haben wir uns ja theoretisch, boah, wir müssen es ja noch öfters gesehen haben, aber dann, da habe ich dich ja wieder kennengelernt, das war ja auch ein Gibson. Shoutout an Gibson. Ja, ja, nächstes Mal, wenn du uns siehst, alle reinlassen. Einfach alle reinlassen. Und alle unsere Jungs auch. Nee, aber da haben wir uns ja nochmal kennengelernt und da war auch direkt chillig. Und dann haben wir ja direkt auch so, ne, zusammengearbeitet, was unsere Brands angeht. Hatten ein geiles Gewinnspiel zusammen, so, wo wir auch geile Sachen verlost haben und alles drum und dran. Jeder damit am Ende des Tages glücklich war. Und ich sag mal so, das ging halt echt bei uns auch richtig schnell. Wenn man überlegt, dass es theoretisch alles, wie ihr euch kennengelernt habt, 2022 ist. Hm. Und wir auch. Ja, schon heftig. Wir dachten eben auch so, das müsste ja doch gerade 2019 gewesen sein, aber es ist einfach vor einem Jahr. Aber wir haben uns halt in der Zeit halt auch echt oft gesehen. So. Ja, wir haben uns auf jeden Fall oft gesehen und wie soll man sagen, ich denke, Gott gibt dir immer die Leute, die dich in dem Moment in deinem Leben weiterbringen und so war das halt auch bei uns, weil wir alle aus derselben Branche kommen. Hm. Stark. Aber erzählt mal ein bisschen so für die Leute, die nicht wissen, wer ihr seid, so was ihr genau macht. So vor allem so, wenn jetzt jemand Älteres hier, keine Ahnung, zuhört. Ja, also ich mache sozusagen vielleicht einfach so Personal Shopping, sage ich mal. Hauptsache spezialisiert aber für Fußballer, aber halt auch für Influencer oder halt auch, wie gesagt, ganz normale Leute, die halt nicht halt in der Öffentlichkeit stehen und sowas. Das ist halt safe auch lustig hier gerade, das zu hören, weil wir hier vier Leute sind und ein normaler, älterer Mensch würde niemals verstehen, dass wir damit irgendwie auch Geld verdienen. So, ne? Also davon leben, so davon auch direkt leben können, so Gott sei Dank und alles drum und dran, aber wir haben halt Jobs. Normalerweise müssten jetzt hier Mo, du bist Anwalt, du bist Arzt, ich bin Architekt und du bist, keine Ahnung, Autoverkäufer oder was auch immer. So, das ist ja komplett was anderes bei uns. So, wir sind ja alle in dieser digitalen Welt auch, was uns dann halt auch komplett verbindet. Aber du kannst ja nochmal noch dazu weiter sagen, also Personal Shopping mit Promis, ohne Promis und weiterhin. Und wir spezialisieren uns halt hauptsächlich eigentlich mal auf seltenere Sachen, sage ich mal mittlerweile auch schon. Natürlich haben wir früher angefangen mit, sage ich mal, mit den ganz normalen Standardsachen, Air Force, Pentadunks oder sowas oder Essentials-Anzüge, damit hat's halt, die waren so die ersten Verkäufe. Das weiß ich noch ganz genau, unser erster Verkauf haben wir, glaube ich, 15 Euro gemacht. 15 Euro an Per Lockel von Gladbach. Was habt ihr da verkauft? Ein Essentials-Hoodie. 15 Euro. 15 Euro. Habt ihr Plus gemacht? Ja, Buch reingeschrieben, Plus. 15 Euro. Also der Per Lockel war euer erster Kunde. Ja, das war unser erster Kunde. Krass. Und wo, also bei euch ist ja, wir sind jetzt hier im 2023 ja jetzt schon, ne? Aber das ging ja bei euch, für jeden Außenstehenden denkt man ja, boah, das ging so schnell. Aber wir wissen alle, das haben wir auch beim Jack bei der letzten Folge gesehen, bei mir wurde es ein bisschen angeschnitten, es hat ja alles andere was damit zu tun, als wenn es schnell geht. So, wie waren für euch vor allem die Anfangszeiten, so von Per Lockel zum nächsten? Oder wie kam es überhaupt zu dem? Ja, oder also genau. Der spielt ja auch bei Frankfurt, oder wo spielt der? Nein, der kommt auch hier aus der Umgebung, Frankfurter Raum, sag ich mal, aus Bad Vilbel. Das war so, also jetzt erstmal, wenn ich ganz weit aushole, ist bei mir und Luca so, wir kennen uns schon seitdem wir 10 Jahre alt sind. Wir haben damals zusammen gespielt bei Darmstadt, in der U9, U10, U11, sowas.
kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern und sind auch immer auf dieselbe Schule gegangen. Oh, krass. Waren auf jeden Fall, waren schon Freunde, aber jetzt sage ich mal nie so, so richtig dicke. Naja. Aber man hat halt nie aus den Augen verloren und wo es bei mir sozusagen aufgehört hat mit dem Fußball, wusste ich, dass Luca immer so schon im Resale tätig war. Mhm. Und ich wusste halt so, komm mal, da kann man Geld, sag ich mal, verdienen. Das war meine erste Intention. Jeder verdient seine 450 Euro neben dem Studium. Mhm. Und wir machen da mal ein bisschen. Und das war eigentlich unsere Intention. Ja. Und dann haben wir einfach angefangen. Dann haben wir, wie gesagt, von damals halt probiert, unsere Kontakte zu nutzen, wie zum Beispiel jetzt so ein Per Locke, sag ich mal, dass ich habe dann gesagt, ey Bro, hör mal zu, Luca und ich, wir machen jetzt Personal Shopping, brauchst du was? Da meinte er, ey, komm mal, ich würde ein Essentials Hoodie gerne wollen. Und dann, so hat es halt angefangen. Ja. Aber du hast jetzt gerade sehr viel auch übersprungen und überflogen. Ja, auf jeden Fall, ja. Du sagst ja, okay, ihr seid jetzt, du hast dann irgendwann aufgehört mit Fußballspielen. Also ihr beide, ihr habt zusammen Fußball gespielt. Wie war das denn so bei euch so? Ihr wolltet ja wahrscheinlich beide auch Profis werden. Wir hatten ja auch mal miteinander gesprochen, so was das angeht. Und du meintest ja, du hast ja früher, glaube ich, aufgehört als Mo, ne? Ja, ich habe schon viel früher aufgehört. Also ich wusste von Anfang so, okay, gut. Mhm. Generell, vielleicht war das Potenzial irgendwo da, aber ich wusste schon so mit 14, 15, ich will sowas niemals in die Richtung werden, okay, so Profifußballer. Ich war da irgendwie nie so gestrickt, sage ich mir, und ich wollte schon immer was, keine Ahnung, studieren, sowas in die Richtung, was Normales halt einfach machen. Mhm. Fühle ich mich einfach selber halt wohler. Und dann ist halt der Mutter irgendwann zu Mainz gewechselt, ich mit 15, 16, ja, was auch immer. Mit 14. Und hat halt dementsprechend die Schule gewechselt. Dann ja, halt, okay. Da ist halt in der Zeit der Kontakt halt, sag ich mal, komplett flöten gegangen oder beziehungsweise kurz verloren gegangen über 2-3 Jahre. Und dann, wo du dann in Richtung Darmstadt wieder zurückgekommen bist, dann in der A-Jugend, dann haben wir uns auch genau, wieder, ja, gefunden. Krass, das gehabt. Sind so auch ähnliche, das sind so viele Parallelen auch wie bei mir und meinen Jungs, mit denen ich die Marke mache. Und so, das ist echt, echt interessant zu sehen. Also du hast ja auch dann so, wie ich halt, ne, höher Fußball gespielt. Also bis zu U19 hast du gespielt, ne? Ich hab bis zu U17 in Mainz gespielt. Okay. Bin dann, weil ich hatte damals so ein bisschen schwierigen Kopf, sag ich mal. Okay. Was man heute, wenn man mich kennt, gar nicht so denkt, aber ich war schon immer viel so auf Stress aus. Sag ich mal, früher, kann man so sagen, ja, dass ich halt in Mainz, war das halt Mainz und deutscher Verein, alles gerade, sehr familiär, war ein bisschen schwierig für mich, habe ich nicht so reingepasst. Bin dann wieder zu 19 zurück zu Darmstadt gegangen, weil damals auch mein alter Trainer, den ich ganz früher in der U7, U8 oder U9 krass hatte, er hat gesagt, komm zurück. Damals hat Darmstadt auch Bundesliga gespielt, da hat es dann mal angefangen, jetzt so NLZ wird besser, man hat Chancen, da Profi zu werden und alles. Mhm. Deswegen bin ich dann zurückgegangen, aber dann habe ich da gespielt bis zu 19. Dann habe ich ein Jahr noch gespielt bei einer Oberligamannschaft, okay, Stadt Allendorf. Ja, kenne ich so, ja. Wir sind damals auch aufgestiegen in die Regionalliga, aber ich habe bei mir gemerkt, so, es wird nicht reichen, dass ich jetzt davon so, sag ich mal, so richtig leben kann. Ja, natürlich kann man hier mal da mal ein bisschen was mitnehmen vom Geld, aber ich wollte mich da eher auf andere Sachen fokussieren. Aber ich finde das krass. Also so, ich merke das ja immer noch. So voll schwer, sich vom Fußball zu trennen, das habe ich auch schon oft gesagt. Wie war das denn so für dich oder für euch, so einfach diesen Cut zu machen? Oder auch für dich? Du hast ja, ihr habt ja alle so irgendwann früher als ich, sag ich mal, diesen Cut gemacht. Mhm. So, ich spiele ja so, ne, theoretisch bis heute noch Oberliga halt, so wie du halt bei Stadt Allendorf gespielt hast. Aber ich krieg's irgendwie nicht so hin, so, ne, so diesen Fußball einfach so sein zu lassen, weil es irgendwie noch mein Herz. Wie habt ihr das gemacht, so einfach so zu sagen, von heute auf morgen, ich spiele nicht mehr? Also bei mir war das überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt seit 2 Jahren keinen Fußball mehr gespielt und ich vermisse es einfach gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Krass. Ich weiß ja, nicht, wieso. Also ich liebe es, solche Fußball zu schauen, über Freunden darüber zu reden. Ich könnte es den ganzen Tag machen, aber irgendwie so wirklich dieses Spiel mehr irgendwie, vielleicht vermisse ich es in 1-2 Jahren wieder, aber aktuell so, also wirklich mache ich einfach nur Bass und das ist so mein Hauptfokus. Also bei mir war das verbunden mit Verletzung. So, dann lebst du dich auseinander mit dem Fußball. So. Also bist du der klassische... Ich habe mich im Knie verletzt und dann habe ich schon gehört. Also hätte ich beim FC Zürich gespielt. Nee, null. Also ich sag so, ich war gut, ich hatte Potenzial, so, aber ich glaube, mein Wille war nicht so da, dass du Profi wirst und dass du von dem leben kannst. So. Ja, Mann. Und wie war es bei dir? Bei mir war es ähnlich wie bei Jack. Ich hatte auch mal so ein bisschen Probleme mit Wille gehabt. Ich bin eher so ein Spieler, der so über die Technik kommt, ist nicht so über den Kampf. Nee. Auch immer, wenn Fitnesstrainer mal gerade im Krafttraining nicht geguckt hat, dann lag ich da halt mal und habe keine Liegestütze gemacht. So ein Typ war ich. Fußballerisch schon gut, muss man schon sagen. Also, aber ja, auch halt dann Verletzungen gehabt, 2 Kreuzbandrisse, Meniskusriss. Ja, das ist schon und hart. Probiert, aber so, man muss irgendwann auch einfach mal in den Spiegel schauen und sagen, guck mal, das ist nichts für dich. Da gibt es andere und ich bin dankbar dafür. So. Wie ist das denn so für euch so?
wir hören ja mit dem Fußball auf und du siehst dann Jungs, mit denen man immer noch gut ist. So, ihr habt ja zum Beispiel auch, ne, wir sind einfach irgendwie alle, wie du schon gesagt hast, in derselben Branche noch unterwegs, obwohl wir nichts mit dem Fußball sozusagen an sich was zu tun haben, so, weißt du? Wie ist es denn so für euch dann zu sehen, so, ey, der Junge, mit dem habe ich damals zusammengespielt, aus dem ist jetzt, der ist jetzt Champions League-Spieler, der ist jetzt Champions League-Spieler, der ist, war jetzt bei der WM dabei, und das sind Jungs, mit denen man damals zusammen gekickt hat, so, weißt du? Wo man dann vielleicht sogar bei denen damals gepennt hat oder die bei einem gepennt haben, so, weißt du? Wie ist das so für euch so zu sehen, so, hat euch das dann eher gefreut oder wart ihr eher so am Anfang so, boah, der hat es jetzt dahin geschafft, hätte ich mal weitergespielt, oder habt ihr es bereut, irgendwann zu einem gewissen Punkt aufgehört zu haben? Vielleicht fängst du mal an, Luca. Also ich hatte damals, keine Ahnung, ich habe ja nicht lange, sag ich mal, bei Darmstadt in LZ gespielt gehabt. Ich kannte damals so den Johnny, den Johnny Burger, der jetzt bei Mainz spielt. Okay. Und das ist so der Einzige, wo ich sagen kann, okay, mit dem habe ich früher mal zusammengespielt. Der wurde auch im Endeffekt irgendwie Profi oder sowas. Und da kann ich aber nur sagen, ich freue mich für den Jungen. Ja. Der war schon immer früher richtig bodenständig, richtig lieb. Also auch seine Familie, seine Eltern, also wirklich ein Top-Junge. Und wenn der es halt schafft, dann freue ich mich halt natürlich komplett, dass der es geschafft hat. So, das ist schon cool für ihn. Er war schon echt früher, also da habe ich noch schon gewusst, so, wenn der kein Profi wird, dann ist es echt schwer für die Deutsche. Ja. Das hat man schon mit 14 gesehen. Aber es gibt immer so diese Leute, ne? Ja, ja. Über die man das gesagt hat. Zum Beispiel bei mir war es, bei mir war es Sali Özcan, der ist bei Dortmund jetzt, von Köln zu Dortmund gewechselt ist. Und ich habe, in der U10 war ich mit ihm U10 oder U11 war ich mit ihm beim Probetraining beim FC, bevor ich dann in die Schweiz gegangen bin und er dann zum FC gegangen ist. Und ich habe schon damals, haben wir gesagt, so in der U13, 14, wenn dieser Junge kein Profi wird, ist krass, dann wird hier keiner Profi. War der so gut oder was? Also, Sali, wenn du das siehst, ich bin besser, immer noch besser als du. Aber ich sag dir ehrlich, damals, das war, ich weiß was nicht. War was war so gut an dem, so Technik oder was? Ich kann es dir nicht mal sagen. War einfach der Beste von dem. Der war technisch gut, damals war er auch noch schnell. Ja. War relativ dünn, da hieß er immer bei Facebook und so Sali Di Maria. So ähnlich hat er auch gespielt. Mhm. Irgendwann wurde er halt so mehr auch zum Kämpfer, aber immer noch hat er viele Tore geschossen. Der war auch immer bei ein, zwei Jahren Älteren und so, alles drum und dran. Aber bei ihm war der Unterschied einfach ganz klar dieser Wille. Also, der hat dir da manchmal gesagt, ey, ich habe heute keinen Bock, aber der ist jeden weggelaufen, alles drum und dran. Und der, ja, da wusstest du einfach von seinem Kopf her, der Typ ist 10-mal so weit wie alle anderen. So, und das war so ein Spieler, wo ich sage, boah, Chapeau. Und das ist auch so für mich einer, ich bin in der Nähe von ihm direkt aufgewachsen. Wir sind immer auf den Bolzplatz gegangen und so. Und er konnte nie richtig schießen, meiner Meinung nach. So, ne? Aber ich sag dir so, wie es ist. Bei ihm war es einfach genau das, was uns dann wahrscheinlich allen gefehlt hat. So. Mhm. Oder euch dann, wie ihr es gerade beschrieben habt. Der Wille war, du konntest ihn gar nicht trennen. Also vom Fußball konntest du ihn nicht trennen. Bei Johnny war es wirklich krank. Also ich kann mich noch erinnern, so mit 12, 13. Ich war bei ihm zu Hause. Mhm. Und für mich war das normal, ich gehe an den Kühlschrank, ich nehme einen Joghurt, ich gehe oben hin, hole Chips, Gummibärchen, so, meine Eltern haben nie irgendwas gesagt. Und ich war bei ihm und ich habe so gesagt, ey, ich würde langsam mal gerne was essen. Hat er seinen Papa gefragt, dann hat der Papa uns Salzstangen mit Obst geschnitten und sowas. Das war schon ganz andere ehrlich? Filme, so auf jeden Fall. Aber Johnny, zum Beispiel Johnny, muss man sagen, der war bis heute noch nicht feiern in seinem Leben. Okay, krass. Ich glaube, der hat, ich weiß ja auch nicht, was er die ganze Zeit macht, aber meines Wissens hat er bis jetzt auch noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Mhm. Also das ist schon heftig. Aber ey, was du gerade gesagt hast, ey, das ist so eine lustige Story. Ich habe das letztens auch nochmal gelesen oder so. Irgendwo gesehen, ich glaube bei TikTok oder so. Kennt ihr das, wenn ihr damals bei einem Kollegen wart und ihr hattet richtig Hunger? Richtig Hunger. Und dann geht ihr so und sagt ihm eurem Kollegen so, ey, Bro, ich habe behindert Hunger, ich kann nicht mehr und so. Und dann kommt seine Mutter rein und die fragt, ey Jungs, habt ihr Hunger? Und er sagt so, nee, gerade nicht. Und du denkst dir nur so, du Kleiner, ich habe so Hunger. Und du konntest halt einfach die ganze Zeit nicht essen. Yeah. Weißt du, wegen deinem Kollegen. Boah, das war für mich so, wo ich gesagt habe, das war der schlimmste Moment in meinem Leben damals. Da bin ich auch nie wieder zu diesem Kollegen gegangen, sag ich dir ehrlich. Weil bei uns war das immer so, wenn jemand zu mir nach Hause gekommen ist, Alter, meine Mutter hat dir das 5-Gänge-Menü. Yeah. Aber nicht in Gängen, Bruder. Jeder Gang waren 2 Teller. Und wenn der nicht aufgegessen hat, die war so direkt so, boah, warum isst der nicht und so, weißt du? Und deswegen so kannte ich das halt immer so. Ja. Das ist auch immer das Lustigste so. Kennst du auch, wenn du mit deinen Eltern alleine bist, die sind so relativ streng und so. Sobald die Besuch haben, kannst alles machen. Also dann sind die wie, keine Ahnung, bist du so wie im Phantasialand, also nennt man bei uns so einen Attraktionspark.
So, du durftest dann machen, was du willst. Die waren die nettesten Menschen der Welt. Die waren so korrekt. Das war so, wie als hätten die so geschauspielert, so, weißt du? Aber ich fand das halt immer lustig, aber so zum Thema, dass du gesagt hast, dass er hier Salzstangen da geschnitten hat. Ja, auf jeden Fall, das war schon so, also war gut. Aber Grüße an Mo, Michael. So für dich jetzt, so, ja. Also jetzt Mo eher, weil du wärst ja eher so Fußballprofi geworden, sage ich jetzt mal, oder? Weil du hattest ja. Wie ist es denn jetzt für dich so, wenn du, keine Ahnung, einen Premier League-Spieler siehst oder einen Bundesliga-Spieler, wie ist es für dich so? Oh Bro, ich glaube, ich sehe das gar nicht so ganz, also so anders wie Luca. Also ja. Ich glaube, an sich sind wir da schon gleich. Ja. Dass ich einfach halt Fußball liebe und Aber denkst du so, boah, hätte ich nicht weitergemacht? Oder bist du so zufrieden, so wo an dem Punkt, wo du jetzt bist? Ist. Manchmal, Luca und ich reden darüber. Ja. So, ich würde momentan nichts eintauschen, das, was ich momentan mache. Ja. Also es ist schon cool, mit so Leuten zusammenzuarbeiten und an sich ist man ja immer noch Fußballfan, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat jeder seine eigene Geschichte. Und so. Also weil du halt diese Sonnen- und Schattenseiten halt siehst. So. Auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben das ja auch alle. Zum Beispiel eine Frage ist ja auch, kennt ihr das nicht, als wir jünger waren, du hast so Fußballer gesehen, du dachtest so, boah, oh mein Gott, das ist irgendein Star und der hat irgendwo bei Köln oder Mainz dann gespielt. Keine Ahnung, wer zu eurer Zeit bei Mainz gespielt hat oder bei Zürich, Wetter bei Mainz, wer war so der? Zum Beispiel, damals kann ich mich noch erinnern an Karius. Ja, zum Beispiel. Okay, Karius, ihr habt Karius gesehen, ihr denkt euch, boah, wer ist das? Dem einmal die Hand zu geben, die werden wahrscheinlich zu Meet and Greets gefahren und alles drum und dran. So, hat sich das für euch irgendwann geändert so? Oder wie war das so bei euch, als ihr dann die ersten Fußballer so gesehen habt, die so von einem höheren Profil sind? Da meinst du es auf was bezogen? Oder? Ja, so generell in eurem Lebensablauf. Also ich denke mal, durch eure Arbeit habt ihr mit extrem vielen Spielern Kontakt. So, und ist es dann irgendwann für euch normaler geworden? Ja, ja. Oder was auch immer so? Ich weiß, unser erstes Treff mit einem richtigen Bundesligaspiel mit Lacroix. Mhm. Also der Lacroix von Wolfsburg. Ja, Shoutout an Chaco auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an Chaco fürs Connecten da. Wir waren so nervös. So, ich habe kein Wort, ich kann echt gut, würde ich sagen, Englisch sprechen, aber ich habe kein Wort Englisch wirklich rausbekommen. Da muss der Chaco halt auch viel halt übersetzen, weil Lacroix kann halt auch nicht so gut Englisch. Ja, aber trotzdem, damals musst du es halt versuchen, wenigstens halt, du willst ja Sachen auch verkaufen irgendwo. Ja. Wenn du halt gar nicht redest, ist auch nicht gut. Ja, und damals war es schon echt sehr, sehr schwer für uns, da irgendwie eine Kommunikation aufzubauen mit ihm. Aber mittlerweile ist es eigentlich ganz normal. Jetzt gehst du in die Premier League und dann versuchst halt mit denen dann Englisch zu reden. Und das ist was ganz anderes, ne? Ganz easy jetzt mittlerweile. Aber es kommt mit der Zeit. Ja, das ist krass. Und wie ist es bei dir? Also ich würde es genauso sehen, aber ich weiß noch, bei Lacroix war es ja so, ich habe zu Luca gesagt, retour. Damals in der Schule bei Dakar. Aber mein Englisch ist gut, auf jeden Fall. Also ich kann schreiben, mich unterhalten, aber wenn ich jemanden gegenüber habe, der auch nicht so gut spricht, oder was heißt auch nicht so gut, aber der ganz schwierig in Englisch ist, also damals war es so, ich glaube mittlerweile ist bei ihm auch schon besser geworden, dann vergesse ich auf einmal so die Wörter und alles. Mhm. Aber es kam jetzt auch mit der Zeit, natürlich hat man jetzt viel mehr mit so internationalen Spielern Künstlern auch oder generell mit allen möglichen Personen zu tun. Und es wurde auf jeden Fall auch mit der Zeit besser. Es ist halt krass, man merkt halt irgendwann einfach auch, das merken wir ja alle, das sind ja alles einfach nur Menschen. Auf jeden Fall. Genau. So, die sind einfach dieselben Menschen wie wir. Die gehen aufs Klo wie wir, die kochen wie wir, die essen wie wir und die haben einfach nur einen Beruf, den du im Fernseher gucken kannst. Ja. Weißt du, und irgendwann, das kommt auch wahrscheinlich mit dem Alter so, ne? Auf jeden Fall. So, ja, das kommt wahrscheinlich mit dem Alter, wo du dann checkst, so, okay, das sind einfach nur so Jungs, die wollen eigentlich genau dasselbe wie du. Ja, und die spielen einfach nur Fußball. Die haben ja auch ihr Hobby zum Beruf gemacht und alles drum und dran und sind da und die siehst du halt jeden Tag, aber das sind halt keine Überflieger, wo du denken musst, so, ey, boah, wenn ich jetzt mit dem rede, vielleicht, keine Ahnung, haut der mich oder so. Auf jeden Fall. Aber da habe ich auch noch so eine kleine Geschichte. Zum Beispiel, jetzt waren vor einem Monat in Miami zur Art Basel. Das ist so größte, kann man so vergleichen wie mit der Fashion Week in Paris. Okay. Also in Amerika so das Größte, was man da fashion- und kunsttechnisch sehen kann. Mhm. Und da haben wir Travis Scott getroffen. Krass. Und hätte ich jetzt Travis Scott vor 2 Jahren getroffen, ich wäre ausgerastet. Mhm. Ausgerastet. Ich weiß, ich wäre so nervös gewesen, aber in dem Moment war es einfach so, okay, da ist der Travis Scott. So, cool. Man hat schon gedacht, okay, man schießt jetzt mal ein Bild so für Erinnerung, aber war jetzt nicht mehr so, dass wir gedacht haben, okay, krass. Ja. Man hat Angst, mit dem zu reden und so. Wir sind direkt hin, so, yo, Bro, what's up? Bla, bla, bla. War schon... ich hatte einmal so einen Fanboy-Moment, muss ich auch sagen. Das war auch in Miami. Da haben wir einfach Ronaldinho gesehen. So, und das war so... Ich glaube, Ronaldinho hat mich so... Also, der hat jeden wahrscheinlich so hart geprägt, wo du sagst, boah,
Und dann habe ich ihn gesehen, ich habe nicht mal mit dem geredet, aber so, dass wir allein im selben Raum standen wie er, so, war für mich einfach nur hart. Und das war trotzdem so. Es gibt, glaube ich, einfach so Menschen, die einen so geprägt haben, ja, so nochmal was anderes. Auch, diese Aura, die geht auf dich rüber. Ja, und genau. Du dir, okay, krass. Ja. Also ich stehe jetzt mit dem selben Restaurant oder keine Ahnung, was schon. Nee. Bei dir ist ja nochmal, Jack, bei dir ist ja nochmal auch geisteskrank. Du schläfst ja sogar noch in denselben Häusern, sag ich mal, wie so Stars so. So, wie ist es dann für dich so, als du das erste Mal bei jemandem, sag ich mal, gepennt hast, weil du mit dem jetzt im Urlaub warst oder so? Boah, schwer zu sagen, so am Anfang. Ich glaube, wenn du jemanden kennenlernst, ist schon so, am Anfang, du bist ein bisschen nervös so. Mhm. Und vor allem, wenn du jetzt bei jemandem zu Hause bist, so ist alles speziell so, boah, dieses Haus, boah, dieser Pool, dieser Ausblick, was auch immer. So egal jetzt bei wem. Aber dann so mit den Tagen vergeht das halt schon. Das und beim ersten Mal ist es, wird halt normal ein bisschen so. Ja? Ja. Das ist aber, glaube ich, so eine Krankheit von uns Menschen, ne? Ja, das stimmt. Wird alles so einfach so schnell normal. Ja. Das ist so, also... Ich kenne das, ich war jetzt auch schon, viele Kollegen von mir sind auch, Gott sei Dank, haben ihren Weg gemacht und so. Mhm. Und wenn du halt damit aufwächst und so, irgendwann finde ich es echt einfach normal, dass sie so da sind. Aber das ist ja auch das Richtige. Mhm. So, dass du denen überhaupt niemandem das Gefühl gibst, so, okay, ey, du bist irgendwie jetzt gerade so ganz krass oder so. Ja. Weil ich glaube, dadurch geht halt auch die Chemie dann weg. Mhm. Weißt du, weil wenn ich jetzt da bin und dann mit dir nur über so, weil ich mit den Jungs, die Fußball spielen, ich glaube, mit keinem rede ich wirklich so über Fußball. Ja, weißt du, also wenn ich mit denen über Fußball rede, so, ich bin ja nicht deren Trainer, weißt du, aber ich glaube, das ist halt einfach auch so eine Basis, die wir halt kennen, so wie in der Kabine, wenn du da gesessen hast, wir haben uns da kaputt gelacht, wir haben über alles andere geredet, außer über das Training, jeder hat sich über das Training wahrscheinlich sogar abgefuckt, weil wir laufen mussten und alles drum und dran so, aber ich glaube einfach, wenn du als Mensch einfach die Chemie passt, dann ist einfach kackegal, was der ein oder andere macht. Also ich habe auch sehr gute Kollegen, die sind Azubis oder die sind keine Ahnung was, so was die in ihrem Leben machen. Und ich respektiere ja jeden, der irgendwas macht so. Und da mache ich gar keinen Unterschied, ob du jetzt für mich in der Champions League spielst oder ob du jetzt, keine Ahnung, bei der Bank deinen Bankkaufmann machst oder ob du auf der Baustelle arbeitest, so, weißt du? Das ist halt der Punkt, wo für mich diese Leute einfach genau dasselbe sind. Ja. Aber zu euch nochmal. Erzählt mal ein bisschen so, wann habt ihr begonnen mit dem Ganzen und wie seid ihr auf den Namen und so gekommen? Boah. Es hat angefangen, wann war das? Im April? März, April, Mai? März, April 2021. Okay. Und es hat so angefangen, ich habe damals halt noch als studiert, ich habe Fußball und Sportbusiness hier studiert in Frankfurt und habe halt zu dem Zeitpunkt meine Bachelorarbeit geschrieben oder musste sie halt schreiben. Ja. Ja. Und habe damals halt mein Praktikum gemacht bei Heat Movement, so die größte Sneaker-App so in Deutschland. Okay. Und da muss ich halt, habe ich da als Sneaker-Redakteur hieß es. Das heißt, ich muss mich um die Releases kümmern, wann kommen Schuhe raus, wie viel kosten die, wo kriegt man die am besten her und sowas. Das heißt, ich hatte schon so eine gewisse Ahnung und ich wusste, okay, der Mo ist halt, okay, der spielt noch Fußball, der hat viele Freunde, die halt Fußball auch sind. Und der hat halt immer bei mir Sachen halt bestellt, keine Ahnung. Angefangen mit diese Represent-Shirts oder Essential-Sachen halt auch oder halt nochmal der Jordan 4 Off-White oder was damals war, den du haben wolltest. Hat immer bei mir Sachen halt bestellt, habe ich halt immer besorgt gehabt. Und dann kam irgendwann dann Mo halt auf die Idee, so, ey, so, lass mal so einen Plug aufmachen. Mhm. Und normalerweise bin ich bei sowas immer so relativ skeptisch, weil ich bin immer so eher pessimistisch. Ja. Er ist eher so optimistisch und ich bin eher so der Pessimist. So, er redet immer alles direkt gut. Ja, das sind so alles viele, immer, das sind so viele Parallelen, das wäre so lustig mal. Ja. Bin ich immer alles direkt schlecht. Mhm. Also ich muss sagen, so von außen, so wie ich euch kenne, ihr seid wirklich so, ihr ergänzt euch so krass. Ja, das sagen wirklich sehr viele. Ja. Also, weil Mo ist immer so offen für alles, sage ich mal. Ich bin eher sehr zurückhaltend und sowas und bin immer vorsichtig. Und aber bei dem Thema habe ich gedacht, komm, so, scheiße, was soll denn passieren? Ja. So, im schlimmsten Fall machst du nach einem Monat zu, hörst auf, so hast ja keinen finanziellen Verlust oder sonst irgendwas. Also war ja kein Risiko. Und dann wirklich, wo wir da telefoniert hatten, so eine Woche danach stand die Seite auf. Wir haben uns direkt am nächsten Tag getroffen, haben Bilder gemacht von den ganzen Schuhen halt damals noch im Büro halt. Und wie kamst du zum Namen? So wusstet ihr direkt, so, ja, das, nee, das, also heißt, wir haben angefangen, damals war dieses, kennst du dieses Lied Lemonade von Gunna? Ja. Das war damals richtig, gerade so richtig, das Lied damals. Mhm. Da haben wir gesagt, wir machen so Lemonade-Plug. Okay. So hat es also eigentlich angefangen, dann, ja, Lemonade-Plug weiß ich auch nicht. Dann kam er auf die Idee so mit Paperwork-Plug, wollte immer so einen Papierflieger halt reintun. Mhm. Ich dachte, oh Mo, das irgendwie macht das alles nicht so wirklich Sinn, so das Ganze. Ich will sowas mit unserem Namen halt haben, weil ich finde schon, der Name ist schon so das Wichtigste eigentlich an dem ganzen Projekt. Ja, hat also mir jetzt genau Mo Us, also Mo für Mo und ich heiße Usunes mit Nachnamen, dann Us. Ich, Mo Us hört sich auch komisch an, aber da hatten schon die Seite halt gegründet gehabt, Mo Us. Und ich dachte, oh, nee, es hört sich irgendwie komisch an, es hört sich irgendwie so nicht so flüssig an, es kommt nicht so direkt raus. Und ich dachte, was kann man da noch machen? Da heißt er mit Nachnamen, heißt halt Bäume. Und dann Bäume, Usunes, dann Bass. Boah. Und dann kam es dann halt so, dann der Bass so. Das, ist das, sie, das haben wir letzte Folge diskutiert, so, ob man jetzt mit Name was zusammenmixt oder wie auch immer so. Ja, weißt du, wie ich meine?
Aber krass, dass Bass dich dann so auch so anhört. So. Ja, das ist wirklich so fresh. Bass noch so, Bass denkst du so am Blitz. Schnell und so, ja, yeah. Genau, ja, das passt perfekt. Yeah. Also erstes Logo war so ein BU und dann so ein Blitz dazwischen, yeah. Und dann so ein ZZ. Boah, das so passt echt, weil ihr ja Sachen auch vor allem schnell klärt. Ja, ne? Das ist halt das also um das jetzt nochmal so ein bisschen zu erklären, ihr müsst ja wahrscheinlich auch schneller als die Konkurrenz dann sein. Auf jeden Fall. Ja, normal. Und ihr könnt, wenn ihr euch jetzt jemand nachfragt, keine Ahnung, ich brauche jetzt den Jordan 4er Off-White, dann seid ihr ja blitzschnell, sag ich mal, und besorgt ihn auch. Ja. Ne? Wie ist denn so für euch so ein Prozess, wenn ihr so eine Anfrage bekommt und ihr wisst, die ist relativ wichtig oder keine Ahnung, wie ist denn so der Prozess? Erzählt mal einfach so den Leuten, wie wenn ich jetzt als Käufer auf eure Seite komme und ich möchte jetzt zum Beispiel ein richtig exklusives Piece haben. Ja. Was zum Beispiel jetzt bei uns immer halt wichtig ist, sag ich mal, jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit, immer alle fliegen in Urlaub, da muss halt immer alles richtig schnell gehen. Ja. Wenn ich halt dann die Anfrage bekomme, Jordan 4 Off-White, Größe 43, dann nehme ich halt direkt mein Handy und telefoniere halt so 10 Leute ab. Ich meine so, ey, ich brauche den Schuh. Hör du dich auch mal um. Wenn du den nicht hast, dann hör dich halt mal um. Mhm. Wenn du was hast, sag mir direkt Bescheid und sowas. Und von wo hast du all diese Kontakte? Weil ich halt damals noch bei Heat Movement halt gearbeitet habe. Aber sind die alle von da oder sind die einfach so ja, mit der viele Zeit halt entstanden? Noch von da, weil ich habe damals auch halt so eine YouTube-Serie geführt, die hieß so Road to Air Yeezy. Air Yeezy ist so mit einer so der teuersten Schuhe damals. Aha. Der ging so für 6 bis 7, 8.000 damals noch zu dem Zeitpunkt. Krass. Dann haben wir so eine Episode mal, wir haben mit 500 Euro gestartet und uns dann halt hochgetradet, so mit Sneakern tauschen, verkaufen. Erzähl mal auch den Leuten, ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel Wert so ein Schuh haben kann. Ja, das ist schon was ist momentan so der... Nicht nur Schuhe, auch so diese Jeans, die ihr verkauft, diese Chrome-Heart-Sachen. Was, so. Was ist das exklusivste Piece oder wo ihr sagt, das teuerste Piece, was ihr je, keine Ahnung, hattet oder weißt du, was ich meine? So. Oder was wegen euch im Umlauf war. So. Ja, zum Beispiel. Also da kann man schon so zum Beispiel diese Gallery Depth X-Chrome-Heart Jeans nehmen. Mhm. Weil es war halt eine Gallery Depth Fleur Denim mit den Kreuzen, Chromats-Kreuzen drauf mit den roten, das war halt auch ein One-of-One. Ja. Das gab es nur einmal auf der Welt, das war ein krankes Piece auf jeden Fall. Oder damals. Könnt ihr sagen, für wen das war? Oder wie viel das gekostet hatte? Ja. Also wir haben die Hose damals schon relativ günstig abgegeben, muss man sagen, am Ende. Also wir hatten auch viel höhere Angebote gehabt, aber das ist halt ein Stammkunde, sag ich mal, von uns, der auch wirklich viele Sachen jeden Monat holt. Und wir haben die Hose für 10.000 Euro abgegeben, aber wir hätten auch für die Hose 13, 14, 15 bekommen. Oh, stell dir mal vor, so Hosen für 15.000 Euro. Jeder jetzt würde sich sagen, hey, dafür hole ich mir nur 3 Autos. So, weißt du, was ich meine? Dafür kannst du dir wirklich 3 Autos holen. Nein, das ist verrückt, Bruder. So, also, das ist ja eigentlich so hart realitätsfern. Auf jeden Fall. So, aber wo man sich dann denkt, so, okay, das ist einfach nur krass, weil die Leute geben ja den Sachen einen Wert. Ja. Ihr entscheidet ja nicht den Wert, wir entscheiden den Wert ja nicht. Mhm. Der Wert wird ja von irgendwo gemacht. So, und ihr spielt ja einfach das Spiel mit, so, ne? So ist es ja. Safe. Aber ist ja schon also war das krass. Richtig krass. So, dann eine Hose, überleg mal, früher, man hat sich Hosen bei Zara geholt. Ja. Wie viel haben die gekostet? 50 Euro? Ja. Maximal 50 Euro. Schon heftig. Die freshesten Jeans damals. Die haben immer mein Auto habe ich mit 18 geholt, es hat 6.500 Euro gekostet. Mal, jetzt verkaufe ich eine Hose für 15.000. Ja. So, ja. Das ist schon... Das ist krank. Das ist schon krass. Ja, aber das ist so, ist dann für euch auch, das ist ja schwierig auch für euch dann so, ihr handelt ja mit so Sachen, wo ihr wisst, ey, die Sachen sind teuer und so, alles drum und dran, aber wir haben euch ja kennengelernt, ihr seid ja komplett sehr, 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 sehr bodenständige Jungs. Mhm. Muss man ja, das sage ich jetzt nicht nur vor der Kamera, aber das sage ich jetzt einfach auch, weil es so ist. So, wie ist es denn für euch so? Also, habt ihr irgendwie so eine Veränderung in euch selber gesehen, wo ihr dann so gesagt habt, oh, boah, okay, jetzt langsam wird man ein bisschen so, man fliegt vielleicht ein bisschen oder man ist halt so ein bisschen vom Charakter halt ein bisschen anders, so, wo man sagt dann, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, wer hätte diese Aussage vielleicht nicht getätigt, so, weißt du? Ja, so Klamottentechnisch würde ich sagen, hat sich eigentlich bei mir kaum was verändert, weil zum Beispiel jetzt so bei, wenn du halt viel mit Louis handelst oder Chromats oder Gallery, ich habe weder ein Chromats-Piece noch ein Gallery-Piece oder sonst irgendwas. Wenn du die Marken halt jeden Tag siehst und die Produkte halt jeden Tag, irgendwann kannst du sie auch nicht mehr sehen. Ja, Mann. Also so wie Jack seinen Computer nicht mehr sehen kann, mit dem Video schneiden, so ist es halt bei uns auch mit Klamotten, sage ich mal. Und irgendwann verlierst du einfach so das Interesse daran. Du willst einfach die Sachen nur noch verkaufen. Ja. So, ich trage eigentlich gefühlt immer so Basic-Sachen, was ich halt gerne mag, solche von Drake, die Marke OVO ist so meine Brand, sage ich mal, die ich halt gerne trage. Und dann sind halt die Pieces jetzt nicht so teuer wie... Dafür ist Mo das Gegenteil so. Ja. Mo liebt so diese Sachen so, er ist voll... Er mag halt so ein bisschen mehr Bling-Bling, sage ich mal, aber... Was heißt Bling-Bling? Also ich würde schon sagen, dass wir uns verändert haben. Mhm. Also erstmal auf die Frage zurückzukommen, dass wir uns schon verändert haben vom Charakter. Ja, safe. Also man wird ja auch... Selbstbewusster. Wenn du was machst und es klappt dann am Ende, du wirst ja auch selbstbewusst, automatisch, du denkst, okay, krass. Und vor allem, wenn du halt die ganze Zeit so viel Arbeit da reinsteckst, so viel Herzblut, die ganze Zeit Gas gibst in dem, was du machst, wie soll man das erklären, dann fängt man an halt so an sich selber zu glauben und denkt schon so, guck mal, ich bin
in dem Moment vielleicht in Deutschland sind wir die Nummer eins. Mhm. So, das muss ja der Anspruch sein. 100%. Vielleicht sogar so in Zukunft halt, sag ich mal, noch internationaler zu werden. Aber in Deutschland kann man schon sagen, dass das halt immer unser Anspruch war, hier die Nummer eins zu werden. Aber gibt es denn überhaupt jemanden so, ja, der dasselbe? Gibt schon welche und wir haben auch, also wir sind auch gut mit denen, alles entspannt. Aber so, ich bin mir ziemlich sicher, so Konkurrenz guckt zu. So. Deswegen meine ich, also ich sag's aus meiner Perspektive, so ich weiß jetzt auch weltweit nicht so, ob jemand genau das macht, was ihr macht. So klar, es gibt jemand, der sich auf Sneaker spezialisiert. In Amerika gibt es ja viele, die haben ja das Ganze gestartet. So. Aber gibt es jemand, der genau das macht, was ihr macht? So? Ja, gibt's schon. Ja? Also jetzt in Deutschland jetzt nicht so, würde ich sagen, so extrem. Ja, also aber so international, so in UK gibt es halt viel so Leute, sage ich mal, die sowas machen. Und halt in Amerika, davon kommt halt die Wave halt. Mhm. Und da ist bei schon euch ist ja auch wirklich, man muss auch so sagen, das ist ja auch so kundenabhängig, ne? Mhm. Ist ja auch ähnlich wie jetzt, sag ich mal, bei dir auch. Mhm. So, desto krasser dein Kunde ist, desto krasser ist für die Außenwelt euer Erfolg. Ja, ja. Das also finde ich aber eigentlich schade, so, weil du wirst daran gemessen, mit wem du arbeitest. Ja, genau, das ist es. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, zum Beispiel jetzt als Beispiel, ihr hattet jetzt Central C, hattet ihr, habe ich am Bild gesehen, haben wir alle so, das hat mich auch so krass gefreut. So. Ja, also auf das müssen wir später genauer kommen, weil das, Beispiel, das, aber, crazy, also als das Beispiel, ist kompletter Movie. Reden wir auf jeden Fall später. Ja. Aber ich denke mir dann so, es kann ja sein, dass ihr bei Central C nur 2 Euro gemacht habt. Das heißt ja nicht, weil ihr Central C die Sachen gegeben habt, dass ihr jetzt sozusagen den besten Job gemacht habt. Naja. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja auch ganz normale Kunden, hast du ja auch selber gesagt. Was heißt ganz normal? Das sind ja ganz normale Menschen, alle Menschen sind ganz normal, aber die jetzt keine Promis sind, an denen ihr dann vielleicht sogar ein bisschen mehr verdient oder die noch krassere Pieces kaufen. Und dadurch kommt ja, so, sage ich mal, sogar eher euer Erfolg. Weißt du, was ich meine? Aber die Leute sehen ja nur das, was man auf Instagram zeigt. Und so läuft halt diese Welt, ne? Instagram und so, den Leuten zu zeigen. Aber ich finde das einfach nur krass, dass es einfach so krass kundenabhängig geworden ist. Ja, weil das stimmt schon. Ist ja auch bei Jack nicht so, ne? Also genauso. Wenn du jetzt ein Video für also Rap-Tisch ich finde, das ist an meinem Business, ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch genauso ist, aber ich finde das schade, zum Beispiel bei mir so. So egal, wie krass deine Videos sind, so wenn du am Ende nur mit Dritt-, Zweit-, Erstliga spiel oder keine Ahnung, Zweitliga-Fußballer so arbeitest, so niemand nimmt dich so richtig ernst, weißt du, was ich meine? Und wenn deine Videos Müll sind, aber du arbeitest mit Benzema oder mit, keine Ahnung, Memphis oder wen auch immer, so, du wirst komplett anders wahrgenommen. So. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch in der eigenen Werbung, sage ich mal. Wenn man auf deine Seite geht, man sieht Benzema, Rakitic, okay, da kommt dann mal jemand anderes und Memphis sagt dann mal, okay, gut, der kann was, der Junge. Wenn die Leute auf dich bauen, dann ist es so bei uns auch so, gehen auf die Seite, sehen dann Central C, dann wissen die, okay, gut, die sind seriös, die machen einen guten Job. Und das ist, sage ich mal, auch für die Brand dann wichtig in dem Sinne. Sag mal so, also das ist ja bei uns genau dasselbe. Du kaufst dir, was heißt du kaufst dir? Du baust dir damit ja Trust auf. Ja. Zum Beispiel, so wir haben ja auch viele meiner Jungs oder viele unserer Jungs, die unsere Sachen dann tragen. Ob es dann Rapper sind, die der Yusuf dann kennt, oder ob es dann irgendwelche anderen sind, die der Max dann kennt, oder ob es dann irgendwelche Leute sind, die ich dann kenne. Aber die Leute kommen ja auf die Seite, und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinem XY auf der Straße die Sachen gebe, könnte es ja sein, der hat ja meine Sachen gekauft oder nicht gekauft. Ich kann ihm ja trotzdem auch geschenkt haben, oder er hat die gekauft, das weißt du ja nicht. Ja. Aber dadurch, dass ich ja jetzt zum Beispiel dann auf unsere Seite, dann du gehst dann da drauf. Und wann schreiben dich die Leute dann wirklich erst an? Dann, wenn die sehen, okay, der hat das getragen, der hat das getragen. Und jetzt heißt es, boah, die sind so erfolgreich. Oder jetzt sehen die dann keine Leute damit, boah, jetzt sind die, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich. Ja, jetzt haben die doch keinen Hype mehr. Weißt du, du hast halt immer diesen Kampf, so diesen Hype zu haben und so. Aber eigentlich ist der Hype, wollt ihr Hype haben? Ich sag, Hype tut immer in dem Business schon irgendwo gut. Wenn irgendwo Gesprächsthema ist, egal positiv oder negativ, du bist immer irgendwo dann da. Und aber die Leute merken sich auch den Namen, sage ich mal, wissen. Safe, aber ich sag mal so, wenn du Hype hast, das ist ja kurzfristig, ehrlich gesagt, ne? Ja, natürlich. Manchmal geht er länger, manchmal kürzer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so einen Moment hatten, wo man so sagen kann, wir hatten jetzt mehr Hype. Das ist eigentlich immer, also es gibt immer kontinuierlich so. Konstant geblieben, sag ich mal, vom Hype her. Manchmal höher, manchmal vielleicht ein bisschen tiefer, bisschen aber jetzt tiefer, kein. Aber darauf will ich mal hinaus, darauf will ich mal eingehen. Hattet ihr mal so Phasen, wo ihr gesagt habt, ey, Mo, ey, Luca, weißt du was? Ich gehe jetzt wieder studieren. Hattet ihr mal so eine Phase? Also, oder ich würde mir einfach mal wünschen, jetzt einfach mal ganz normal arbeiten zu gehen, 9 Uhr aufstehen, 8 Uhr aufstehen, oder keine Ahnung, 7 Uhr aufstehen, 8 Uhr anfangen, bis 17 Uhr arbeiten, Mittagspause zu haben und dann einfach nach Hause, mein Handy klingelt nicht und ich gucke mir einfach eine Serie an und dann esse ich was und dann gehe ich zum Sport und dann schlafe ich? Nee, also bisher zum Glück nicht sowas, so einen Moment hatte ich irgendwie noch nie, weil bei uns halt so ein, wir können halt gefühlt immer machen, was wir wollen, wir können uns die Arbeitszeit, sage ich mal, mehr oder weniger so richten, wie wir sie halt wollen. Ja. Aber ich habe halt damals, wie gesagt, halt für Hit Movement gearbeitet.
mich hat es dann irgendwann so schon gestört, so diese Mitarbeiterrolle. Mhm. So, du arbeitest für jemanden, mhm. der schreibt sozusagen alles vor. Und ich habe dann schon so gemerkt damals, so, ich will schon sehr gerne so mein eigener Chef sein. Ja. Ich weiß, es gibt Besseres. Du kannst sozusagen immer alles selber entscheiden. Und das finde ich eigentlich schon mit so der größte Luxus, den wir an dem ganzen Alter haben. Okay, was gibt es Besseres? Für viele Menschen gibt es was Besseres und das ist Sicherheit. Ja. Und die haben wir ja alle nicht. Mhm. Also, ja. sobald es bei uns einmal schlecht läuft, dann haben wir gar nichts. Handfahrt, ja. so, ne? Also, natürlich, Gott, wenn man nicht so dumm ist, hat man dann schon noch was, aber dann hat man am Ende des Tages gar nichts. So, viele Menschen suchen ja einfach, okay, ich brauche jetzt nach dem Studium, habe ich jetzt einfach meinen normalen Job, ich habe einen Vertrag, ich bin damit abgesichert erstmal und dann geht mein Leben weiter und weiter und weiter. Jeden Monat kommt dasselbe Geld, ob gleich viel oder gleich wenig. Aber hattet ihr nie so dieses Gefühl, so zu sagen, boah, oder du auch, Jack, so, boah, jetzt irgendwie hätte ich mal so, bei so vielleicht einem schlechteren Monat, einfach normaler Job, kein Stress, keiner will was von mir so. Hättet ihr es nicht? Also Bro, bei mir ist so, ich wusste, ich habe ja ich habe eine komplette Ausbildung für 3 Jahre gemacht und ich habe danach auch noch 2 Jahre gearbeitet, so ich weiß genau, wie ein 9-to-5-Job ist und ich weiß genau, dass ich niemals da zurück will. So deswegen, für mich kommt das gar nie so in Frage. So. Dann bin ich lieber, keine Ahnung, 24 Stunden am Arbeiten, als so wieder diesen Move zurückzumachen. Ja. So. Wie war es bei dir? Also ich sehe es genauso. Mhm. Also ich habe jetzt noch nie richtig gearbeitet, sage ich mal, so wie Jack, dass ich die Erfahrung habe, oder wie Luca bei seinem Praktikum, dass ich halt Vorgesetzten hatte. Natürlich hat man hier und da mal so... Sagt man sein Praktikum. Ja, oder halt, du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Aber das war immer so das Leben, was ich mir vorgestellt habe, dass ich halt selber entscheiden kann, was ich mache, wann ich das mache. Am Ende bin ich dafür verantwortlich mit Luca zusammen, wie viel Geld wir am Ende des Monats haben. Mhm. Wenn wir einen Monat chillen, dann ist halt schwierig. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir uns da gegenseitig immer so gut gepusht haben. Natürlich hat man auch manchmal so ein persönliches, so ein Tiefpunkt, wo man denkt, boah, jetzt. Dann schreibt dir jemand um 3 Uhr nachts, guckst auf dein Handy, du siehst, was will er jetzt von mir? Dann am nächsten Tag, du vergisst es vielleicht mal, was auch menschlich ist. Ja. Mhm. Vor allem mittlerweile sind es ja schon viele Kunden, die wir haben. Und da denkst du dir schon manchmal schon stressig, aber an sich ist das Beste, was, also... Ist halt nur in dem Sinne stressig, weil du halt 24/7 halt erreichbar sein musst. Ja. Du hast da keine gewissen Arbeitszeiten. Du kannst ja nicht sagen, ich mache 12 Stunden mein Handy aus, weil dann hast du danach so viele Leute, die dann auf ihre Sachen warten und sonst irgendwas. Das fühle ich. So. Ist halt wirklich auch so der Fakt, wenn du dein Handy einmal ausmachst, dann bist du theoretisch arbeitslos. So ist halt wirklich das ist wirklich... Also wenn ich mein Handy ausmache, da bin ich für den Zeitpunkt theoretisch arbeitslos. Ja. Das ist doch der einzige Moment, wo ich am Tag dann theoretisch auch abschalten könnte. Ja. Aber diesen Luxus habe ich mir irgendwie noch nie gegeben. So. Also da bin ich bei weitem noch nicht an meinem Ziel. Aber ich weiß, was das Ding ist, was ich halt hatte mit diesem Angestelltenverhältnis und so. Ich sag dir ehrlich, Fußball ist für mich ganz klares Angestelltenverhältnis. Auf jeden Fall. Also 100.000, also ich sag, das ist sogar fast schon schlimmer. Ich weiß nicht, ob es fast, okay, das ist übertrieben. Ne, aber das ist auf demselben Level vom Angestelltenverhältnis wie der 9-to-5-Job. Einfach gut bezahlt. Nur krasser bezahlt natürlich. Also aber Fußball haben schon viel, viel mehr Zeit als ein normaler Arbeiter. Ja, aber guck mal, was für ein Druck. Und das verstehen die Leute nicht. Was für ein Druck du hast, Leistung abzurufen. Woche für Woche. Training für Training. Ja. Wenn du zum Job gehst und dann einmal, keine Ahnung, einen Tag nicht so krass performst, dann ist es jedem scheißegal. Gehst du auf ein Spiel und du verkackst richtig. Du stehst morgen in der Presse, jeder hasst dich. Es gibt genug Fußballer, die schon bedroht wurden von ihren eigenen Fans. So. Weißt du, und ich war auch bei mir war das wirklich krass. Ich habe mich beim Fußball irgendwann so hart wie eine Marionette gefühlt. Weißt du, du hast Sommerpause, du musst dann laufen gehen. Du musst diesen Lauf machen. Wenn du diesen Lauf nicht schickst, so viel Strafe. Du kommst zurück, du hast 2-mal am Tag Training, alles rum und dran. Gehst nach Hause, du musst ja auch noch vernünftig essen, weil wir hatten Ernährungsplan und so, alles rum und dran, du musst zum Training, du musst dich danach, wie heißt das nochmal, regenerieren, alles rum und dran, dann gehst du wieder zum Training, so, und du kannst nicht einfach sagen, boah, nee, heute, ich bin krank, wenn du krank bist, spielt dann jemand anderes, so, weißt du, da habe ich so zum, auch dieses Angestelltenverhältnis so gesehen, so für mich, und ich mir auch so dachte, ey, irgendwie, kann ich mich gar nicht so entfalten. Also ich hatte das schon immer in mir. Ich war schon auch immer so, ich war schon immer auch in der Schule. So, wie war das bei euch in der Schule so? Ich war echt in der Schule so der, ich war halt so einfach so Klassenclown und so. Aber ich hatte halt immer so Charme bei den Lehrern. Also jeder Lehrer hat mich geliebt so. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Alle Lehrer, die mir gesagt haben, ich habe kein Abi, ich habe Abi geschafft.
Aber auf jeden Fall nicht durch meine Klausuren, das war einfach nur durch den Charme. Ja. Dass die Lehrer am Ende des Tages gesagt haben, so ey, der Junge ist vielleicht cool oder was auch immer, der ist halt anders als die anderen. So, ne? So, das war halt immer bei mir so. Keine Ahnung. Wie war es denn bei euch so, wer war euer erster große Kunde so? Also das war Max Horns, Langton. Ja. Und das kam halt damals zustande über, also über meinen besten Freund, ja, Schako. Ja. Und wie ging es dann von da weiter so? Ja, ist halt so, keine Ahnung, im Fußball, wie gesagt, kennt jeder jeden. Du hast ja so einen Lacroix von Wolfsburg und dann der erzählt in der Kabine, guck mal, der und der, die Jungs machen da was. Dann kam irgendwie, ich glaube, Luca Waldschirm war dann der nächste von Wolfsburg oder sowas irgendwie so. Ich glaube, der war dann nicht bei Wolfsburg. Mhm. Ach, stimmt, der stimmt. Ja, das war auch über einen Kollegen von uns, über den Fatih Kaya. Der hat auch bei Benfica gespielt, ja. Der hat auch bei Benfica gespielt, der hat uns damals connected mit seinem Bruder, dem Faruk. Boah, ich weiß nicht, sag dir so, ab diesem Moment ging alles so schnell bei uns. Da hat man irgendwie gefühlt, da hast du den Verein, hast du den Verein. Oder was auch durch Instagram ist halt immer halt ja. So. Ja, ich weiß noch, ich war einmal bei uns im Dorf, weil ich halt Pfandflaschen weg von meinem Auto, habe mein Auto so ausgeräumt. Und dann gibst du gerade alles im Automaten, dann guckst du auf mein Handy so, João Felix möchte eine Nachricht senden. Boah, crazy. Dann denke ich so, João Felix, irgendeine Fanpage oder sonst was. Dann guckst du auf meine DMs und da steht da so blaue Haken, dann so und da 8 Millionen Abonnenten. 8000 Abonnenten. Ja, das war wirklich noch richtig am Anfang. Okay. Das waren vielleicht maximal so 2, 3, 4 Monate, wo wir wirklich auch online waren. Und es war so der erste Moment wirklich, ich hatte Schweißausbrüche. Yeah. Mir wurde kalt, mir wurde warm, mir ging es gar nicht gut. Ich wurde komplett blass. Ich habe mich erstmal in mein Auto gesetzt, wirklich erstmal in mein Leben. Ich bin runtergekommen. Das war wirklich in dem Moment, da dachte ich, wow, wie schnell. Mm. Ich bin so ein kleiner Junge aus so einem Dorf. Ja, Mann. Und dann so ein João Felix von Atletico Madrid, der damals für 140 Millionen gewechselt oder was? Oder 120, oder 120, der was von dir haben möchte, Klamotten, auch Essential Sachen wieder. Das war echt schon damals, sieht man so, wie schnell das gehen kann, theoretisch. Ja, Mann, das sieht man ja auch bei denen, ne? Die machen einfach jedes Mal, wenn du die Stories guckst, Source by us, Source by us. Ja. Aber wenn du unser Instagram-Profil so verfolgst, du siehst, es gibt keinen Tag, wo wir keine Stories drin haben. Nee. Jeden Tag Post, wenn nicht am zweiten Tag. Also wir sind da schon jeden Tag hinterher. Und weil ich denke, wenn man da so dranbleibt, hat arbeitet, für die Leute interessant bleibt, dann wirst du auch am Ende belohnt. Und 100%. Ja. Safe. Also, dann erzählt mal von... Ja, erzähl. Ich habe zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, so die Story läuft in 3 Stunden ab und ich habe keinen danach. Ich muss dann einen danach machen, sonst ich kann sonst nicht schlafen gehen. So. Bei uns war nie so dieses Bastard-Logo und dann dieses Plus. So Story und Food. Das war noch nie. Nicht morgens aufgestanden. Nachdem es Bastard geht, dass da dieses Plus einmal stand. Nicht mal an Weihnachten, an Silvester, nirgendwo. Krass. Crazy. Ist halt auch wie so ein kleines Kind, ne? Ja, ist wie so ein eigenes Baby. So. Ja. Das ist, so. Ist ja einfach Fakt. Du hast gerade eine Frage. Was willst du, oder? Ja, ich wollte einfach mal fragen, so wie kam das Ganze zustande mit Central Cee? So? Boah. Oh, Mann. Das ist eine lange Geschichte. Das hat ja komplett an einem anderen Ort begonnen. So. Also ich kenne ja die Story schon so mehr oder weniger. Ich glaube, muss Luca... Es hat angefangen, also wir wollten nach Berlin halt fahren, weil halt Sydney Friede, der auch Streamer und YouTuber ist und dieser Elias N97, haben halt Sachen bestellt gehabt. Und wir wussten ja, okay, gut, wir fahren da jetzt hin. Und zu dem Zeit war halt noch das San Jose-Konzert. Ich wusste, dass er in Berlin sein wird. Ja, boah, weil ich bin echt ein riesen San Jose-Fan. So, ich höre seine Musik schon echt sehr, sehr lange. Und ich habe mich so auf das Konzert gefreut. Und ich wusste, ein Freund von mir, dem gehört dieses Genius Bar Atelier, der macht diese Flair Jeans und sowas. Der kommt aus London. Und ich wusste, er ist gut mit ihm. Sie kennen ihn schon echt lange und sind auch Freunde. Da hatte ich ihn mal so gefragt, so hey, so wenn San Jose was braucht, so kannst du gerne den Kontakt mal weiterleiten. Also ich wollte nicht aufdringlich sein, weil ich sowas mag ich eigentlich auch nicht, so den zu fragen oder auszunutzen in dem Sinne. Aber ich meine, ey, so wenn der was braucht, melde dich gerne, wenn nicht, ist auch nicht schlimm so. Und dann waren wir halt mit ein paar Freunden halt im Berlin-Stadion, halt von unseren Kunden die Spiele geguckt, von ein paar Hertha-Spielern. Und gegen dann, Köln war das so. Ja, gegen Köln, genau. Und dann hat mir, wie gesagt, Dagi geschrieben gehabt, so ey Bro, so, ich glaube, der will was haben, so seid ihr ready. Da ich meinte, ja klar, so schick ihm meine Nummer oder was immer du halt brauchst, mach's einfach. Und dann sitzen wir so, es war so... Aber hast du ihn so ernst genommen oder? Ich wusste schon, so, sie kennen sich, aber dass er den Kontakt herstellt, habe ich ehrlich gesagt niemals eine Sekunde dran gedacht, dass er es irgendwie machen würde oder dass es passiert überhaupt, dass er uns schreibt, dass er halt Sachen haben will. Und dann gucke ich auf mein Handy, ich sehe so neue Nummer bei Messages, weil er benutzt irgendwie kein WhatsApp, sondern nur Messages. Und dann schaut er so, yo Bro, it's CC. Und ich habe erstmal gar nichts realisiert. Ich denke so, CC, wer kann es denn sein? Wer nennt es denn CC? Außer Central Cee. Und der kann es ja nicht also sein. Also wusstest du direkt, es kann nur Central Cee sein? Es muss er sein, aber in dem Moment. Du hast ja auch die Vorwahl so gesehen, so, oder? Ja, es war so plus 4-4 oder was auch immer. Das ist aus UK.
Und ich habe aber in dem Moment gar nicht realisiert, dass er es wirklich ist, seine private Nummer, dass er gerade was schreibt. Das war schon echt heftig. Und da habe ich echt gedacht, ey Mo, guck mal auf mein Handy. Und Mo ist immer so ein Typ, so, der weiß immer, was er sagen muss. Oder der ist nie baff. Und dann zeige ich ihm so die Nummer, die Nachricht. Und er meint so, Luca, wir müssen jetzt gehen. Und dann sind wir einfach aus dem VIP in der 60. Minute einfach gegangen. Und wir wussten, okay, wir müssen jetzt was für den besorgen oder der braucht irgendwas. Also aber wir haben Unterhosen, Air Force, der Querbeet, alles, was man nach England so braucht. Ja, warte mal, wie hast du dich gefühlt so? Oh, weil ich meine, du bist ja auch so komplett in diesem Film, so diese Hip-Hop und so, ist ja voll auf dein. Genau. So, und ich kenne dich ja und ich frage mich manchmal auch bei dir, so, du bist wirklich nie buff, so, wieso? Oh Bro, ich weiß nicht, in dem Moment habe ich halt so gedacht, okay, so Central C, so manchmal, vor allem in unserer Branche, können wir alle ein Lied drüber singen, wie es manchmal ist, wenn Sachen geplant sind, am Ende nicht so passieren, wo du dann am Ende dann so abgefuckt bist. Und, Das heißt, du hast dir gar nicht zu viel Hoffnung gemacht. Ja, also man gibt schon alles, also ich habe direkt gedacht, komm, wir müssen jetzt los, wir gehen jetzt direkt zum Taxi, wir geben dem Taxifahrer einfach 200 Euro, 100 Euro, keine Ahnung was war. Nimm jede rote Ampel mit, scheißegal, aber so mach, dass wir da pünktlich da sind. Und so irgendwann habe ich dann schon so realisiert, okay, also es wird ernst. Es wird ernst so. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher und sowas. Weil es war so 16.30 Uhr und er hat gemeint, so ich bin so ab 6 bin ich free. So, wir können gerne um 6 Uhr können wir uns gerne treffen. Da ich meinte, ja, so, Bro, so was willst du für Sachen haben? Da meinte, ja, ich brauche Air Force, brauche ich ganz normale Weiße, so viel. Der hat irgendwie eine Show gehabt im 808 in Berlin, so seinen Auftritt. Und halt, der braucht für die ganze Crew, braucht aber Unterhosen, Socken, weil der war halt auf Tour. Und hat halt nicht mehr so viele Unterhosen, die können halt auch nicht waschen auf Tour, denke ich mal. Der braucht Unterhosen, Socken, alles mögliche. Da meinte, okay, gut, kein Thema. Und er meinte, so bring alles, was du noch hast, so für mich. So, ich gucke mir gerne alles an. Ich finde es aber so lustig, so, wenn ich jetzt am Bassblock denke, würde ich an alles denken, außer an Socken. Auf jeden Fall. Und ich höre. Weißt du, ich meine, das war wahrscheinlich das erste Mal, wo ihr das gekauft habt für Bossball, oder? Geh doch einfach zu, keine Ahnung. Ja, ja. Dass wir das mit der Geschäftskarte gekauft haben, ist eigentlich auch Wahnsinn. Ja, so. Bro, wir sind ja mit einem Taxi gefahren. Wir haben dem Taxifahrer gesagt, guck mal, du lässt mich jetzt am Kudamm bei Nike Town raus und du fährst die anderen weiter zu unserem Hotel, weil unser Hotel war auch direkt am Kudamm. Ja, da waren dann die ganzen Sachen von uns. Für ja, also Luca hat dann den ganzen Koffer, alles dies, das gepackt und ich war dann in Nike Town. Ich gucke, Nike Town war voll. Es war Wochenende, voll. Ich suche mir irgendeinen Kanackenbruder, weil ich wusste so, wenn ich jetzt zu einem Deutschen gehe, dann der wird sagen, ja, hier, ich habe noch 3 Kunden, stell dich bitte hinten an. Da bin ich zu irgendeinem so Kanacken gegangen. Ich sage so, ey, Bruder, hör mal zu, Central C hat mir gerade geschrieben, der braucht Socken. Der braucht Socken und Unterhosen. Der meint, was laberst du? Ich meine so, Bruder, bei Gott. Der sagt, okay, sag nichts. Der geht mit mir mit. Wir rennen so zu diesen Socken. Wir gucken so, der schmeißt rein. Ich sage so, hol schon mal dieses Gerät, weil im Nike Town ist so, da gibt es keine feste Kasse, sondern du kannst diese krassen. Ja. Yeah. Ich so, komm mal, hol schon mal alles und so. Hol diese ganzen Air Force, ich brauche die Größen. Ich war mir selber unsicher auf einmal, das war ja UK, der hat ja gesagt UK 7, 5, 8. Auf einmal mein Kopf so, ich wusste gar nicht mehr, was. Und die hatten alles Größe vor Ort, ist, so. Weil Air Force One ist ja nicht immer ein Stock. Das war das Krasse, dass sie das alles hatten. Das war wirklich das Krasse. Also ich habe einfach gesagt, hol einfach von 41 bis 45 alle Größen, weil ich wusste nicht, was er wollte, so, weißt du? Mhm. So, und ich wollte nicht am Ende dann stehen und sagte, ah, Bro, I need 42. Und dann stehe da und sage, ah, Bro, I'm sorry, weißt du? Und ich habe gedacht, scheiß drauf, wegen diesen paar hundert Euro, sag ich mal, in dem Moment. Wir sollten wirklich nur ein paar Air Force holen. Ich sehe, wie er mir entgegenläuft zum Hotel, mit 8 Paar Air Force in der Hand, mit Fulltüten. Ich denke, was hast du gemacht? Bro, ich habe mit ein paar 400 Euro Socken gekauft. Ja. Für 400 Euro, Bruder. Aber ich habe einfach reingeschmissen, Bro. Ich denke mir aber gerade in diesem Szenario, jeder Mensch weiß, wie schwer es ist, Air Force Ones zu bekommen. Ich schwöre, ich bestelle dir mal StockX. Stell dir mal vor, bei uns gibt es die niemals, Bro. Immer sold out. Stell dir mal vor, du gehst jetzt in Nike Town und du siehst jetzt keine Air Force, Socken gerade out of stock, so einfach sogar Socken. Und dann gibt es nur so Boxershorts in so ganz komischen Größen. Das gibt es ja manchmal. Ja, wirklich. Deswegen. Was machst du in so einem Moment? Also, weißt du, was ich meine? Weil ich würde, du bist ja von dem höchsten Glücksgefühl, auf jeden Fall. Du ja mit rumläufst, die ganze Zeit so, ich habe jetzt gerade die Nachricht bekommen, ich krieg jetzt hier, gehst du dann dahin, auf einmal klappt alles nicht. Ich glaube, das sind so Momente, die man keinem Menschen wünscht. Das ist so positiv, Bruder, ich wusste, ich gehe da rein, ich krieg alles. Ja. Alles. Ja. Also du wusstest das. Ich wusste es, Bro. Ich habe immer gesagt, so, hol einfach, so, du schaffst es schon. Mhm. Ich habe gesagt, Mo, du schaffst es jetzt einfach. Wir sehen uns in einer Stunde, du hast alles. Ich wusste, wenn nicht, dann glaube ich, renne ich zu Snipes, ich renne ich zu JD. Wenn nicht, dann keine Ahnung, noch zu irgendeinem Footlocker in, keine Ahnung, 300 Meter weiter. Ja. So, irgendwo wird es schon geben.
Ja, ja, irgendwo, ich habe also hab da so fest dran, also es war, halt ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich das nicht bekommen werde. So. Ja. Das ist halt oft so, ne? Wenn man so daran glaubt, so, dass irgendwas so passiert auch. Ja, das ist schon crazy. Und wirklich das so denkt, das passiert 100%. Und man gibt ja auch wirklich alles dafür, dann passiert es ja auch meistens. In dem Moment, es war irgendwie Stress pur, aber irgendwie war es auch so Glücksgefühl. In dem Moment, es war immer so gemischte Gefühle. Ja, du warst nervös. Wie lange ging das jetzt von Stadion bis bei ihm im Hotel? So, eineinhalb Stunden. 16:30 bis 18 Uhr ist das alles so passiert. Ich bin derzeit ins Hotel, habe alles gepackt für ihn, weil du willst ihn auch nicht enttäuschen. Mhm. Weil er ist halt auch sehr klein, sehr dünn, der will halt eher kleineres Heißes haben. Sehr klein? Ja, schon. Echt? Schon klein. Ich dachte sogar, der wäre groß. Nee. Was ist der so, 1,75? Der wollte halt XSS-Sachen. Der hatte diese aber UK, von der Größe. Ja, von der Größe. Der ist halt so auf diese UK-Filme, alles eng, sag ich mal. Der ist halt so 1,70 oder sowas. Ach, und ist halt selber noch dünn. Und ist halt selber halt sehr skinny, sag ich mal, geschnitten. Ja. Wollte halt nur so kleine Sachen haben, aber wir hatten halt, sag ich mal, genug für ihn da. Und dann war es halt so der Moment so, wir haben alles für ihn gehabt und standen vor dem, wo war das? Soho-Haus? Soho-Haus. Im Soho-Haus hat er geschlafen. Und stand halt so davor, dann war so das letzte Meeting so, wie machen wir es und sowas. Und ich wusste, okay, gut, ich muss wahrscheinlich den Part wir machen, halt wie wir noch reden. Wir hatten zwei Freunde dabei, weißt du? Wir hatten einmal unseren Jules war dabei, weil wir hatten mit dem so ein Pop-Up davor hatten und dann noch meinen besten Freund, der war auch dabei. Wir waren alle so irgendwie nervös, irgendwie alle so ruhig irgendwie. Und dann gucke ich so ins Zoo raus und unten im Zoo-Haus, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, du kannst unten auch nochmal so shoppen, da gibt es so einzelne separate Shops. Ja, ja. Und dann sehe ich so einen kleinen Typen, sage ich mal, komplette Tracksuit, grau, Supreme-Rucksack, Mütze auf und sowas. Ich denke so, das ist der doch nicht alleine, ohne Security, er war ohne Security, ohne gar nichts. Und dann dreht er sich um. Mit dieser CC. Ich sehe nur dieses fette CC-Chain. Ich denke so, oh mein Gott, jetzt passiert. Aber was habt ihr gesagt vorher, wie sieht der aus, alles rum? Und dachtet ihr auch, dass der größer ist? Nein, Bro. Nein, nicht größer, ich dachte, der wäre schon so eine SM. Ja, okay. Aber XSS war schon, war ich kurz geschockt, sage ich mal. Und dann bin ich dann so hin, weil eigentlich bin ich bei sowas immer nervös, aber ich habe mir gedacht, Luca, jetzt reißt sich zusammen, sei ein Mann. Nimm alle deine Eier, die du in der Hand hast, nimm sie einfach und geh einfach zu ihm hin. Zumindest sagst du, yo, Bro, we are from Busplug. How are you? Der meint so, der erstmal war da so kurz skeptisch, er meint so, how many of you guys are you? Wir waren halt vier Mann, der gedacht, vier gegen eins, na, wird er gelippt. Der war voll im Film, ja. Aber er wusste halt, wir kommen von einem Kollegen von ihm, das heißt eigentlich so, er ist safe in dem Moment. Und er meint, okay, cool. So, und dann sind wir in so eine Ecke gegangen, der hat so die Sachen angeschaut und meint so, boah, das Dach ist crazy und sowas. Der hat echt krass gefeiert. Also einfach ganz normale Nike-Sachen. Nein, ihr habt doch. Wir hatten auch normale Klamotten für andere Kunden dabei und wir haben die mal gezeigt. Also erstmal hat er gemeint, so vielen Dank so für die Socken und sowas und dass mit den Air Force geklappt hat. Und dann ging es halt so als Eingemachter, so an die Cromart-Sachen, die Sachen. Und wir hatten, sage ich mal, viele Sachen halt für die Spielerfrauen, sage ich mal, dabei. Okay. So SM-Sachen. Und da hat er so eine Gallery-Hose genommen, die er jetzt auch mit Drake irgendwie getragen hat, irgendwie wurde jetzt mit ihm unterwegs, so eine Gallery-Schlaghose, Jogginghose. Die dann auch auf dem Konzert getragen hat, die auch schon. Das ist schon heftig, Bro. Überleg mal, das ist einfach. Also, Central C ist ja momentan der gehypteste Rapper. Ja, so. Schon heftig. Ja. Also, da gibt es ja niemanden sonst. Ja. Europa auf jeden Fall, Amerika. Also Hype nicht. Ich sag dir so, also, wir haben ja auch Freunde in Miami und so, die sagen so, wo wir dieses Bild mit Central C gepostet haben, sogar die haben geschrieben: Oh mein Gott, Central C, wir hören den hier ganz halt im Radio oder wir hören den. Der hat ja auch dieses geistkranke, diesen geistkranken Freestyle. In der Leakers Freestyle. Der Leakers Freestyle gemacht, wo der England und Amerika diese ganzen Slang-Wörter sozusagen connected hat. Und dann halt mit Doja Cat hat der sich ja. Es gibt, glaube ich, keinen krasseren Satz oder Vers, den jeder auswendig kennt und jeder kennt. Wenn du nur diese zwei Töne hörst, dieses Dünn, dann weiß ich, um welches du kommst. Das ist so krass. So auch, das ist halt, also. Boah, also ich fand es echt so schockiert, wie chillig und gelassen er drauf ist. Das war wirklich auch sehr humble. So keine Star-Allüren, gar nichts. Er ist der gehypteste Rapper aktuell gerade. Ja. Und er war so, hat also gesagt, wie geht's euch und sowas, alles gut und so. Aber das merkt man auch echt immer locker. Wieder. Ich finde, das merkt man immer wieder, desto erfolgreicher ein Mensch ist, desto weniger hat er diese Allüren. Ja, diese Allüren kommen ja eher, wenn du jemand bist, wenn du jemanden beweisen musst, wer du bist. Weißt du, aber auch so, wie er euch danach geschrieben hat, so, das hast du mir ja gezeigt. Ich hab dir ja die Chat gezeigt, der war so humble, meinte so, you're a gangster, for real, so, you're crazy, you're the best, so, thank you so much, appreciated. So, you need to come to, waren wir auch dann dort, also der hat dann halt Sachen auch gekauft, hat halt viele Mützen und so genommen, diese Gallery-Jogginghose generell, der hat's übelst gefeiert. Und hat halt so gemeint, so, sein Bruder hat in 6 Stunden Geburtstag, er bräuchte noch so Apple, diese neuen AirPods Max oder wie die heißen, ob sie noch besorgen können in 6 Stunden. Und ich war halt so in dem Modus so, wir schaffen halt alles. Heute geht alles. Warte, Apple-Ding war schon zu, oder? Apple-Ding war halt zu, das war das Ding. Mann, aber ich habe einfach gesagt, Bro,
Of course. aber so, I got you. Diese Gelassenheit. I got you. Und ich wusste in dem Moment, schon, das wird ein Struggle, Mo bringt mich jetzt um, wenn ich das dem sage, dass wir jetzt noch Apple AirPods irgendwie benutzen oder besorgen müssen. Und ich denke mir so, wir gehen so raus. Ich sage so, Mo, fuck, wie machen wir das jetzt? Und zum Glück wirklich auch, weiß nicht wieso, ein Freund von mir, der in Berlin halt wohnt, hat die geschenkt bekommen zum Geburtstag. Boah. So, und ich habe ihn gefragt, Bro, bitte sind die original verpackt. Mhm. Er meint, ja, sind komplett neu, alles drum und dran. Ich sage, hör mal zu. Ich gebe dir jetzt 100 Euro auf PayPal, du nimmst den nächsten Uber hier hin und bringst mir die. Der meinte, ja, okay, gut. Ich hatte nur Central Sea, so, ey, so, welche Farbe willst du haben? Der meinte so, alles außer Black. Ich sag, welche Farbe ist es? Der meinte, ja, grün. Ich sag, boah, pack ein, komm her. Ey, Digga, also ganz ehrlich. Das, wow, das war an dem, also, Tag, Bruder, krank. Hat alles geklappt. Also, wir hätten eigentlich Lotto spielen müssen. Ja, ich wollte gerade fragen, seid ihr da noch Casino oder so gefahren, das, oder so? Das war krank. Und hat das mir gebracht? So, die, jetzt habe ich so gesehen, Bro, I got them, Bro, never. So, niemals. Also, jetzt, ich meine, so, natürlich, komm runter. Da kam er runter, ich gebe ihm so die Headphones, mein Bro, you're crazy, you have to come to London. Da ich meinte, ja, so, wir kommen natürlich und sowas. Da sage ich ihm nochmal tschüss, da meinte, Bro, please, don't forget me, come to London. Der wollte wirklich, dass wir halt wirklich kommen. Hat auch danach direkt richtig viele Sachen bestellt, also das war echt, boah. Da hat alles und geklappt. Wir waren ja am nächsten Tag, waren wir nochmal bei ihm, wo er das Konzert hatte, im Backstage gewesen. Da haben wir auch wieder Luciano getroffen gehabt, also es war schon an sich ein krasses Wochenende. So. Ja. Wie ist er live? Wer denn? St. Lucie? Ehrlich jetzt, ohne diese... Er hat halt nicht so die Power so in seiner Voice. Er ist halt eher so, keine Ahnung, ich höre ihn so gerne im Auto, aber so live, so, ich war schon echt auf vielen Konzerten oder Auftritten, es war schon so schwach, krank. Aber der, sage ich mal zum Beispiel, da waren halt auch viele Frauen, sage ich mal, halt wegen ihm halt da, so, weil er halt gut aussieht. Ich finde bei ihm halt echt krass, so sein Publikum ist halt kein Konzertpublikum. Ja. Weißt du, wenn er sozusagen ein Publikum hat, so, das sind wirklich was nur weiblich. Gut, das Ding ist halt auch TikTok. Ja, das ja ist genau. Und die Leute merken sich ja nicht den Text. Ja. Also die merken sich dann, hau, den Satz so. Ich habe jetzt keinen Bock, mich jetzt hier irgendwie hier zu versprechen oder so. Ja. Wirklich, wo das Lied kam, auf einmal konnten alle haben mitgeschrien. Ja. Und so bei seinen krassen Liedern, so die wirklich, so diese Drill, so, so diese Lieder, aber da war jeder ruhig. Das sind halt so Sachen auch so, die hörst du im Auto und du fühlst die so mit deinen Jungs, die alle dieses Lied fühlen und das auch auswendig kennen. Aber so, sobald da jemand ist, der diesen Text nicht kennt und so, hat das Lied irgendwie so gar keine Power mehr. Ja. So, und ich habe auch so ein paar Konzerte gesehen, so Kollegen von mir waren ja auch in Berlin. Ich meine, ey, es war nicht so krass, so, aber sobald du das hörst, aber seine Aura und so zum Beispiel, die sind ja, seine Videos und so, da finde ich den halt ultra stark. Und bei ihm ist halt einfach nur krass, auch wie der sich vermarktet. Also ganz das war ehrlich, echt schon sehr heftig. Wie der das macht, so das Team hinter seinem Team, also hinter ihm, so gibt es, glaube ich, kein besseres, und der ist einfach die perfekte Figur. Ja, auch, vor allem, das Wochenende war wirklich einfach so, weil ich war ein riesen Fan von ihm. Ich sitze im Zug nach Berlin und dann sitze ich dann so im Zug wieder zurück nach Hause, da ich ihn dann einfach gesehen habe, Sachen bestellt, da ich mit dem noch ein Bild gemacht habe. Wir hatten ja dieses Bild und wir durften das dann nicht posten, weil er hatte doch seinen ganzen Schmuck, seine ganzen Sachen an und er meinte, Jungs, guck mal, wir haben ein Bild gemacht, aber postet erst, wenn ich aus Berlin raus bin. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit warten, bis wir das Bild posten. Das heißt so, mussten so 48 Stunden. Wie oft waren deine Finger? Ja, so, wir hatten schon den Text ready geschrieben, alles war vorbereitet. Und dann in der Minute, wo wir dann montags irgendwie im Zug waren, da haben wir es direkt gepostet, wo wir gesehen haben, okay, er ist nicht mehr in Berlin. Da haben wir es direkt gepostet und dann unser Telefon, ganz viele Nachrichten, oh mein Gott, Sergio, das ist crazy und sowas. Das ist ja auch eine ähnliche Parallele zu dir. Nee. So, oder das war auch bei mir zum Beispiel einmal, aber ich will jetzt erstmal bei dir darauf eingehen. So, du hast ja manche Videos, die du ja aus irgendwelchen Gründen dann nicht posten kannst. Ja. Und wir haben ja letzte Folge über ein Video geredet, so, wo du sagst, das ist das beste Video. Ne? Und das durfte ja bis heute fast keiner sehen. So, ne? Ja, so, also meine Jungs, ja. Ja, genau. Also, wir haben es gesehen, aber so, also ich sag mal so, wenn dieses Video irgendwann online kommt, dann ist vorbei. Wie sagt man nochmal, break the Internet? Dann ist es komplett vorbei. Ich weiß nicht woran. Also erzähl mal du so, wenn du so weißt, du hast so eine Munition auf deinem Handy. Das ist wirklich, also ehrlich, eine Ladung. Ist das eine Ladung? Wenn du die abschießt, das Ding ist halt, ich habe irgendwie Angst, dass irgendwie das Video so an Timing verliert. Weißt du, wie ich meine? So, dass man das zu lange behält. Und dann, wenn man es droppt, dass es nicht mehr so denselben Effekt hat. Aber hast du Angst, dass du es gar nicht auch droppen darfst? Oder glaubst du, darfst nee, schon? Also, wenn ich es gar nicht droppen darf, dann muss ich ehrlich sagen, ist ja dumm. Ja. Also. Aber ich habe jetzt nicht Angst, aber ich habe schon so Drang. So. Also, es geht ja um das Video von Memphis, so für die Leute, die es nicht checken.
Und wir waren ja da 2 Wochen in Cannes und ich habe ja dieses Video gemacht und so. Und mir geht es mehr darum, dass das einfach postet so. Warum er es nicht gepostet hat, verstehe ich ja. Er war ja verletzt. Mhm. Dann war er nicht im Aufgebot und so, verstehe ich alles. Dann WM nach WM. Die sind früh rausgefahren, so, das versteht man. Ich hoffe einfach jetzt diesen Sommer. So langsam so. Diesen Sommer muss es raus. So. Aber das ist auch, weißt du, was ich halt gedacht habe, so? Das ist ja auch bei vielen Rappern, die sowas sagen. Wenn du steigerst dich ja immer mehr und mehr und mehr und dann guckst du auf Projekte oder Sachen, die du vor einem Jahr gemacht hast und du denkst dir nur so, was habe ich denn da rausgebracht? Ja. Und stell dir mal vor, das passiert mit diesem Video, dass du dir denkst so, ich habe in einem Jahr schon 10 bessere Videos gemacht. Dann ist auf einfach dieses Video, weil das ist ja einfach die Zeit, ne? Du wirst ja auch generell besser durch Übungen und alles drum und dran und perfektionierst dich ja immer mehr. Und dann denkst du dir so, boah, dieses Projekt, das war das krasseste Projekt, aber das juckt mich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr rausbringen. So, ich glaube, es wird sogar so, vielleicht sogar kommen, wenn es noch so länger da bleibt, bei dir vor allem, weil das kann ich mir bei dir hundertprozentig vorstellen, dass du sagst, Digga, das ist kacke, das Video. Ja. So, aber das ist halt einfach schade. Weil ich sag dir so, wie es ist, also meine Meinung, das Video, hab sowas noch nie gesehen. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen und für dich wird es schon so ein riesen Step sein, darauf jetzt, sag ich mal, noch aufzubauen und das noch zu toppen, weil das... Na, ist schon schwer. Das wird schon schwer, aber... Wird schon. Wird auf jeden Fall kommen. Ja, aber jetzt nochmal zu euch, so was ist in Zukunft so bei euch so? Was steht bei euch an so? Habt ihr noch irgendeinen Star, so, wo ihr unbedingt mal so pluggen wollt? Oder? Also mein Ziel ist halt, weil ich bin wie gesagt riesen Drake und Future-Fan. Ja. Also die zwei, wenn ich die zwei schaffe, dann habe ich zu Mo gesagt, können wir auch Bassplug aufhören. Das das war meine nächste Frage. So. Ich wollte fragen, wann hört's auf, wann würdet ihr sagen so, wir haben alles geschafft. Ja. Es reicht. Also bei mir wäre es, glaube ich, in dem Moment, wenn, glaube ich, Drake so die Basketball-Tüte in der Hand hat, und ich mit dem Bild mache, dann habe ich gesagt, so, Mo, dann ist mir scheißegal. Dann die legendäre Basketball-Tüte, mit der weiß ich dann auch letztens durch. Ja. So, wenn der die in der Hand hat, dann ist für mich... Ja? Danach kommt nichts mehr. Boah. Also was soll denn danach noch so kommen? So, und von Fußballern her? Oh, von Fußballern her, so... Bro, ich sag dir so, Fußballer... So, ich glaube, du bist ja eher Ronaldo. Ja, bei mir wäre es Messi, aber... Ich glaube, ich gehe da auch eher so Richtung Künstler. So. Mm, yeah. Weil Fußballer so an sich, so Fußballer ist Fußballer. So. Wisst ihr, wie ich meine? So. Mm. Aber es gibt ja auch so ein bisschen ein paar Fußballer, wo bekannt sind für Fashion. Ja, also ich meine jetzt Benzema, Memphis oder diese. Auf jeden Fall, wäre schon cool, sag ich mal. Uh-huh. Aber ich hätte lieber so einen Drake oder so als Kunde oder so einen, keine Ahnung. Die wollen also auch exklusivere Sachen, weißt du, aber Drake oder und so. Und Drake und diese ganzen Filme oder Future. Ja, mehr Flair so. Ja, so Lil Baby. Mhm. Das ist nochmal was ganz anderes. Also so diese... So das Ding ist halt, das ist diese Stufe über Fußball. Ja. So, wenn du diese Stufe hast, dann hat auch jeder Fußballer Respekt vor dir. Genau. Ja, boah, dann, weil du weißt, dann ist vorbei, dann, weil du weißt auch, ein Messi hört vielleicht gerade ein Drake-Album in seinem Auto. So. Ja, 100%. Was ich mir halt nur denke, so, was braucht denn ein Drake, was dem... Also, Kommerz arbeitet mit denen zusammen. Der hat seine eigene Sachen, der hat ein eigenes Brand mit Nocktails gedroppt mit Nike zusammen. So, was braucht der Mann, was er nicht bekommen kann? Also es gibt ja, eigentlich muss ich ihn ja nach Sachen fragen. Wer weiß, Bro, vielleicht braucht er Socken, Bro. So, ich bin dafür bei Socken. Das ist schön gesagt. Ich hab dich angerufen wegen Socken und Unterhosen. Deswegen, also. Jetzt überlegt ihr jetzt mal, keine Ahnung, also ne, wir spinnen jetzt hier ein bisschen, aber kann ja wirklich passieren. Wir wissen ja nicht, was, also 2020 war ja schon mal geisteskrank so, aber was 2023 passiert, auf einmal, du hast Drake in der Langfest Arena in Köln oder wo auch. Er hat jetzt Europa-Tour auch geplant und da habe ich mir auch irgendwas vorgenommen. Also Bro, ich sage jetzt mal so, ein Lil Baby ist jetzt nicht unwahrscheinlich. So. Ja. Drake ist halt schon so ein anderer. So, jetzt Drake mit Central C Link up und sowas. Vielleicht braucht Central C wieder was, dann ist zum Drake einmal auch im Raum und dann geht schneller als ein Kontakt zu Drake. Du musst dir vorstellen, ich habe mit jemandem damals geredet, der hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, sonst hätte ich jetzt auch einen Shoutout verpasst, aber du bist meistens von jedem Menschen nur 3 Personen entfernt. Ja. 3 Personen. Höchstens. Überleg mal. Jetzt haben wir gerade Drake genannt. Du hast die Nummer von Central C. Mm. Wenn du den jetzt anrufst und sagst, Bro, ich will einfach nächstes Mal, wenn ihr in Deutschland seid, mit Drake den Sachen geben. Ich küsse dein Herz umsonst. Mm. Alles umsonst. Dann bist du einfach mit Drake. Ja, das weißt du, was ich meine? So, das ist halt der Punkt so. Wenn du überlegst, mit was für Leuten du eigentlich in deinem erweiterten Kreis vom Netzwerk hast. So, also jetzt wir alle, sage ich mal. Das ist ja schon, also das ist... Das ist schon heftig, ja. Ist auch verrückt, wie sich alles so entwickelt hat. Ja, aber okay, dann kommen wir wieder, das meine ich ja gerade mit 22 so. Ich habe euch ja kennengelernt, da wart ihr noch wo habt ihr da euer Office gehabt? In Nähe Mainz. Nähe Mainz. Und jetzt sitzen wir ja hier bei den Jungs. Dankeschön nochmal, ne? Haben wir eben auch in der letzten Folge schon gesagt so.
Wie ist es dazu gekommen, so, ne? Also ihr habt ein Geisteskrankes, wir sind hier gerade, ihr könnt ja mal selber dazu was erzählen. Wir sind hier gerade im Herzen Frankfurts, im Omniturm. Ja. So, sag ich mal, einer der neuesten Türme, die du hier in Frankfurt hast, in der Skyline. Alles top modern, sehr, sehr gut geschützt, sicherheitstechnisch. Also hat schon was, auf jeden Fall. Und dafür sind wir auch dankbar. Aber wir wussten, irgendwann wird dieser Punkt kommen, dass wir halt so nächsten Schritt machen und ja. Wir haben uns halt irgendwie so bewusst gegen den Store entschieden. Gegen den Store entschieden. So, weil natürlich Store wäre natürlich finanziell sowieso machbar, aber wir haben einfach so eine exklusive Seite und wollen es halt, sage ich mal, exklusiver halten. Dass halt, wir wollten halt einfach den exklusivsten Service anbieten, den man anbieten kann. Dass halt nicht in den Laden einfach gehen kann, sondern halt immer so. Hier ist halt so eine gewisse familiäre. Du musst halt theoretisch, Kunde sein. Du oder Kollege, also oder wirklich sehr guter Kollege, um hier hochzukommen. Ja. Anders kommst du ja nicht rein, weil im Store ist ja so, du kannst ja reinkommen, gucken und dann wieder nach Hause gehen. Und das machen wir halt extra, dass die Leute halt wissen, die hochkommen, nicht jeder kommt hier hoch. Und das meinen wir auch gar nicht böse, aber wir haben uns halt sozusagen auf so Kunden spezialisiert und deswegen wollen wir halt das auch so anbieten, dass wir den Kunden auch gerecht werden. Ja. Und ein Store wäre halt, sag ich mal, so eher Richtung Mainstream, Richtung, sag ich mal, alle. Wir probieren schon immer jeden so am Ende zu helfen, aber so allein von der Kapazität, wir sind zu zweit, wir haben schon so 2-3 Leute, die uns da richtig oft helfen, aber es ist halt gar nicht machbar, so alle zu bedienen, jeden gleich zu bedienen. Und das meinen wir auch gar nicht böse, sondern... Ja, am Ende des Tages seid ihr nicht Snipes oder so, ihr habt ja exklusive Sachen. Ja. So hier. Aber es gibt ja auch so ein paar Plugs, die haben so Läden und so, ne? Ja. Und dann stellen die ja die Sachen da immer aus und alles drum und dran. Was los ist, was haben die für eine Quote von Leuten, die dann reinkommen und Sachen kaufen und wieder rausgehen? Ich glaube, sehr, sehr mager. Weil ich glaube, bei solchen Produkten, die wir halt anbieten, da gibt es halt keine Laufkundschaft. Die einfach mal reingehen, einfach nur Jeans kaufen für 20.000. Stell mal vor. Also ich glaube einfach, du hast die Laufkundschaft. Oh, ich bin hier kurz zufällig reingekommen. Ich kaufe mir meine Hose. Aber ich glaube, das ist einfach so hier in Deutschland so. Ja, wo man das, wenn man jetzt einen Laden in Miami hat, dann ist schon anders mit Laufkundschaft. Dazu würdet ihr, glaube ich, nicht nein sagen, oder? Ja, Miami wäre schon so ein Traum, so ein Pop-Up, so einen kleinen Laden da zu haben und sowas. Weil die ist ja dreimal dort. Ja, Pop-Ups, ihr habt doch erzählt, auch Pop-Ups sollt ihr machen oder so, ne? Ja, genau. Sowas wollt ihr doch auch in naher Zukunft machen. Oder habt ihr noch so andere Projekte in so andere Richtungen? YouTube. Ja? Ja, deswegen sind wir auch heute zum Beispiel hier. Ja, Mann. Wir ein bisschen anfangen darüber zu reden, dass wir jetzt auch... weil jeder immer sagt so, oh mein Gott, wie war das? Ihr wart in Neapel, ihr seid immer in London, ihr wart dreimal ein Jahr in Miami, ihr habt Central Cee getroffen, ihr arbeitet mit Leuten wie Reezy oder, keine Ahnung, irgendwelchen Fußballern, sag ich mal. So, das ist ja interessant, warum filmt ihr euch dabei nicht? Ihr werdet doch safe. Also ich würde es mir angucken. Und das haben wir halt schon so oft gehört, dass wir irgendwann mal überlegt haben, so, weil wir also beide so eher nicht so die Typen sind, die so gerne vor der Kamera sind. Vielleicht merkt man das auch gerade, ich kann es gar nicht einschätzen, aber... So, dass, aber das schon so der nächste Schritt ist. Ja. Vielleicht auch für die Leute, die vielleicht nicht jetzt bei uns kaufen können, aber vielleicht in Zukunft bei uns kaufen wollen, dass die halt trotzdem so wissen, wer steckt hinter der Brand, wer steckt hinter Buzzplug, wie tickt Mo, wie tickt Luca. Die sehen uns immer nur auf Bildern. Der eine lacht nicht. So am Ende, aber die wissen nicht, die wissen nicht so, wer dahinter steckt, so wer der Mensch hinter Buzzplug ist oder wer sozusagen in dem Fall, wer das Du hinter Buzzplug ist. Wisst ihr schon genau so, was ihr auf YouTube zeigen wollt? Boah. Schwer. Wir wollen vielleicht so versuchen, so eine Art Richtung so komplex zu gehen, was die halt so machen. Ja. Nicht so viel mit haha, joho, bisschen wirklich einfach nur sagen, so was hast du an, was willst du kaufen, was sind so deine Lieblingsbrands und die Richtung. Wie viel ist dein Outfit wert? Also, sowas jetzt nicht, aber... Halt schon so, sag ich mal, im gehobenen Stil, sag ich mal. Eher so ein lockeres Typ, wie heißt dieser Typ? Mann. Ja, stell dir mal vor, der würde hier unten immer warten dann. Yeah. Und die kommen hier raus mit diesen Outfits. Mann. Wir müssen doch irgendwann mal einblenden hier, diesen Raum oder so. Okay, boah, das ist natürlich, wir verlinken ja auch eure Seite unten in der Bio. Dieser Raum, ich weiß jetzt nicht so, ne, was für geile Pieces ihr da so habt und so. Was für exklusive Pieces ihr auch habt. Darf man das fragen, was denkt ihr, was dieser Raum wert hat? Oh, Bro. Nicht, dass jetzt jemand hier kommt und... Bro, der kann du machst das hier zu viel Scheiße. Du musst mit Dingen, mit Fallschirm fliegen, oder? Stimmt, ja. Aber man kommt hier sowieso nicht rein. So. Nein, also hier ist alles, ich will jetzt nicht sagen, wie geschützt, aber so pro
probiert es, aber ich werde es nicht schaffen. Aber ich weiß nicht, was, so, was hier drin ist, was hier drin. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so sechsstellig, aber so wie viel war ich jetzt auch nicht, das habe ich nicht ausgerechnet, aber es geht auf jeden Fall schon in die 100, 180 bis 250. Krass. Und das sind ja nur die Ausstellungssachen meistens, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist, Man muss auch dazu sagen, Luca und ich, so die meisten werden es nicht glauben, aber wir haben mit 0,0 € angefangen. Das heißt, alles, was da drin hängt, haben wir uns verdient, dass wir uns überhaupt so einen Stock aufbauen konnten. Das heißt, wir haben... Also wir haben jeder 250 € aus einer Tasche. Ja, jeder war da irgendwie sowas, aber... Ja. Mit 250 Euro. Zusammengekratzt, auf einen Paypal eingeteilt. Boah, das wird, eine gute Unterschrift. Mhm. Dieses, so mit 250 Euro... In den Omniturm. In den Omniturm. Nein, von 250 Euro in den Omniturm. To Saint-Jussie. Miami zu Drake. Ja. das wär's. Ja, man muss mal wirklich so überlegen, wenn man so mal drüber nachdenkt. Das heißt, also natürlich gönnt man sich ab und zu mal was, aber wir sind nie so Leute gewesen, die jetzt Geld, sag ich mal, dumm ausgegeben haben. Mhm. Alles, was wir verdient haben, haben wir direkt immer reinvestiert. Wurden nie so richtig gierig. So. Also wie Lukas schon gesagt hat, so ist ja bei mir genauso, man sieht die Sachen jeden Tag, man denkt sich so, soll ich mir jetzt diesen Pulli kaufen für 1.000? Mhm. Oder soll ich den verkaufen für 1.000? Ja, Mann. Zum Beispiel jetzt. So ist es mir es wert, aber wir haben halt immer sozusagen das Business als erstes, also als Priorität gehabt und so mittlerweile kann man schon sagen, haben wir auf jeden Fall einen guten Stock. So die Abläufe passen und mal schauen, was dieses Jahr noch alles so passiert. Oh ja, Mann, das werden wir auch eher beobachten. Auf jeden Fall. Ey, das war auf jeden Fall, sag du noch mal was dazu. Also, Bro, ich sag ehrlich, Respekt, wirklich, Jungs. Bro, an uns alle, Bruder. Ja. So, an jeden von uns, also das Jahr 2022 war schon so auch so vom Kopf, wie wir alle erwachsen geworden sind, wie wir miteinander reden, wie wir kommunizieren. So. Ja. Also, wenn wir uns alle sehen, zu viert, auch privat, so, es geht immer über Business, sag ich mal. Natürlich schlacht man auch mal hier, mal da, aber am Ende geht es immer um das eine und ich glaube, am Ende wird es auch belohnt. So. Ja. 100%. Ja. Ich glaube, wenn man, das Gute ist bei uns, was ich sage, ist, wir haben alle das Herz am rechten Fleck. Mhm. Ja. Deswegen verstehen wir uns alle miteinander. Wenn man dann noch am Ende belohnt. Genau, einfach noch Glück hat und dann noch miteinander zusammen arbeiten kann, ist halt das Schönste, was es auf der Welt gibt. So, ne? Also ich sag mal ehrlich, ich habe es auch so letztens, ich glaube, meiner Mutter gesagt, so, wenn du überlegst, ich hätte, wenn du auf einem normalen Job bist, mit wie vielen Menschen du arbeiten musst, die du gar nicht magst, so, wo du dir jetzt so theoretisch schon fast aussuchen kannst, mit wem du magst und so, mit wem du möchtest. So, das ist einfach Gottes Geschenk, muss man einfach sagen. Und ich glaube, wir haben alle noch unseren Weg zu gehen. Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages reicht jetzt, oder? Wie sagst du dazu, Jack, am Ende? Ja. Danke auf jeden Fall, dass wir dabei sein Danke für die Einladung. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die ihr uns versprochen habt. Achso, meinst du? Ja, das weiß ich, das müsst ihr wissen, ob ihr es anhaltet. Nein, können wir gerne machen. Also wir haben gesagt, wenn die Jungs anfangen mit Podcast, wollen wir auf jeden Fall so mal hier was Kleines reinwerfen. Soll ich es mal kurz holen? Ja, komm, hol mal kurz. Die Schlange. Ach so, das ist jetzt ernst gemeint, hä? Ja, ja. Ich dachte, das war ein Joke davor. Also wir verlosen eine oder ihr verlost eine PlayStation 5. Mach mal ein bisschen eher zum Mikro, weil deine Kamera ist da. Wir haben gesagt, wenn die Jungs einen Podcast starten, dann verlosen wir eine Playsee alle zusammen. Und ja, Mato, sagt du irgendwas? Ja, die Bedingungen schreiben wir dann einfach in die Bio oder auch in Instagram. Ja. Wir machen dann gleich ein frisches Bild zusammen und dann machen wir das in die Caption rein. Und dann machen wir das, sag ich mal, als erstes Gewinnspiel von unserem Podcast Say Less. Ja, danke nochmal, dass ihr hier wart. Und was jetzt einfach uns auch richtig schwer fällt, aber wir müssen es sagen, glaube ich. Abonniert den Kanal, ihr würdet uns damit eine Riesenfreude machen. Wir haben echt, ne, das ist ein langer Weg. Abonniert unseren Kanal auf YouTube, abonniert unseren Kanal auf Instagram. Spotify, Apple. Genau, Apple Music, da wird es überall ausgetragen. Und abonniert vor allem auch die Jungs, Buzzplug. Wir markieren alles in der Bio. Mhm. Und ich würde mal sagen, say less. Auf ein neues.